Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Alles zur Europameisterschaft. Ja, hallo im Rasenfunk. Servus, liebe Hörer. Schön, dass wir voneinander hören, dass ihr wieder die Schlusskonferenz eingeschaltet habt. Unsere Sendung, in der wir bisher nur über die Bundesliga geredet haben. Aber das war gar nicht das Konzept der Schlusskonferenz. Es soll ja einfach nur rückblickend oder vorausschauend um große Turniere, Ereignisse und Spieltage gehen. Und dementsprechend reden wir natürlich auch über die Europameisterschaft. Und natürlich habe ich deswegen auch ein WM-Zitat ins Intro geschnitten. So macht alles Sinn beim Rasenfunk. Schlusskonferenz ist wie immer, ich begrüße zwei Gäste und das sind bekannte Stimmen für euch, wenn ihr den Rasenfunk ein bisschen verfolgt. Zum einen begrüße ich den sonnenverbrannten Stefan Rommel. Servus Stefan. Hallo. Ich hoffe, den Neid in meiner Stimme hat man gehört. Und außerdem mit dabei von eurosport.de Florian Bogner. Servus Flo. Hallo, servus, grüßt euch. So, wir reden über die EM. Seid ihr schon im EM-Feeling, Flo? Ja, so langsam geht's an. Also letzte Woche gerade bei Eurosport war noch viel French Open und noch gar nicht so richtig der Fokus auf die Europameisterschaft, aber mit dem heutigen Tage eigentlich, gestern hatte ich noch frei, kann man sagen, dass es jetzt richtig losgeht, auch mit der Vorfreude dann auf Freitag aufs erste Spiel. Sehr gut, so soll das sein. Wie schaut's bei dir aus, Stefan? Ehrlich gesagt noch nicht so. Es kommt wahrscheinlich und hoffentlich am Freitagabend dann. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, obwohl mich die ersten Spiele jetzt nicht so wegknallen, aber damit müsste es normalerweise, wenn alles glatt läuft, dann auch losgehen. Okay. Hallo, Wales, Slowakei. Hallo. Ja, da warten gleich einige Leckerbissen auf uns, Albanien gegen Schweiz am Samstag um 15 Uhr. Aber dazu wollen wir gleich erst kommen. Ich muss sagen, bei mir kam jetzt so die Vorfreude bei der Vorbereitung, muss ich sagen, als ich mich mit allen Teams beschäftigt habe, da ist das Kribbeln schon gestiegen. Vor allem, weil es wirklich, ja, ich hoffe, es wird eine gute EM. Bevor wir aber loslegen und mal die Gruppen nacheinander durchgehen und kurz oder weniger kurz über die Mannschaften sprechen, muss ich noch zwei Ankündigungen machen. Die eine, es gibt ein Rasenfunk-EM-Tippspiel unter kicktipp.de/rasenfunk-EM zusammengeschrieben. Könnt ihr derzeit, Stand heute, noch Plätze bekommen. Guckt mal, wenn ihr Bock habt, ob ihr euch da noch mit anmelden könnt. Und noch viel wichtiger, es wird den Rasenfunk auch zur Europameisterschaft geben und zwar nicht nur in der Schlusskonferenz, wo ihr uns jetzt gerade hört und eventuell, ich will noch nicht zu viel versprechen, aber auch zu den deutschen Länderspielen es noch Ausgaben gibt. Wird es eine, sagen wir mal, fast tägliche Sendung geben, und zwar im Rasenfunk Kurzpass. Das heißt, abonniert auch diesen Feed, wenn ihr Interesse an kurzen, halbstündigen Sendungen zur EM habt, die ich, wie gesagt, fast täglich dann aufnehmen werde. Und da wird man dann auch euch beide wieder hören, Stefan und Flo. Freue mich schon drauf. Ich mich auch, unbändig. Es hat eine halbe Sekunde zu lang gedauert. Und Stefan hat geschwiegen. Naja, ich merke es mir, ihr seid dabei, ich freue mich. Die Hörer auch. Ich würde sagen, lass mal direkt reingehen. Gruppe A fängt gleich schon mal gut an mit Frankreich. 2016 haben sie kein Spiel verloren. 3-2 die Niederlande weggemacht, 4-2 Russland, 3-2 Kamerun. Es fällt schon auf, Gegentore gab es immer. Und als Gastgeber hat Frankreich bisher immer gewonnen. Die EM 84 und die WM 98. Die Älteren und die Jüngeren erinnern sich gemeinsam daran. Flo, da kann man nichts anderes sagen als klarer Titelfavorit. Was spricht denn für Frankreich? Ja, ob sie der klare Titelfavorit sind, weiß ich gar nicht. Aber sie sind auf jeden Fall unter den heißen Halbfinalkandidaten. Was für sie spricht, ist einfach eine ziemlich gut klickende Offensive, wie ich finde, also mit Griezmann vorne drin, mit Martial, mit Giroud, den sie haben, mit Payet, das ist Matuidi, also das sind schon Pogba, nicht zu vergessen, echt gute Jungs am Werk, die jetzt auch sich in Ruhe haben auf dieses EM-Turnier vorbereiten können über die letzten Jahre. Und Deschamps hat es wirklich geschafft, da ja wirklich eine ernstzunehmende Mannschaft hinzustellen. So diese WM war so ein bisschen die Generalprobe. Da hätten sie letztlich ja auch irgendwie mehr erreichen können als das ja doch relativ unglückliche 0-1 gegen Deutschland.
Da waren sie ja eigentlich auch schon dran, das Halbfinale zu erreichen. Und ja, wenn sie sich nicht von allen möglichen Nebenkriegsschauplätzen im Team wieder selbst zerfleischen, dann steht einer guten EM für den Gastgeber nichts im Weg. Und die muss man erstmal schlagen. Mhm. Wobei einem schon auffällt, Stefan, sehr, sehr junge Mannschaft, gerade so die Spieler, die jetzt auch der Flo genannt hat, auf denen so ein bisschen die Kreative lastet, ist natürlich sehr spekulativ, aber hättest du gesagt, denen fehlt so ein bisschen, gerade in dieser Drucksituation, der erfahrene Mann, vielleicht noch neben Patrice Evra? Ich glaube sogar, dass denen ein Spieler oder eine Figur fehlt, die die Mannschaft tatsächlich tragen kann. Also ich glaube schon, dass die eine super ausgeglichene, sehr homogene Mannschaft besitzen, die auch punktuell über sehr gute Einzelspieler verfügt. Aber weil du vorhin schon die zwei Titelgewinne im eigenen Land angesprochen hast, da gab es jeweils eine sehr prägende Figur in beiden Turnieren. Mhm. Und die sehe ich jetzt momentan ehrlich gesagt nicht. Und noch eine Kleinigkeit, ich will jetzt nicht den Waldi Hartmann machen, aber ich glaube, dass Frankreich tatsächlich bei einem eigenen Turnier auch schon mal nicht gewonnen hat. Ich meine, dass die in den 30er Jahren mal eine WM ausgerichtet haben, aber das nur am Rande. Also mir fehlt tatsächlich eine Figur, von der ich jetzt sagen würde, also Stand heute, auf die kann man sich im Falle des Falles und wenn es dann hart auf hart kommt, auch tatsächlich verlassen und an der kann man sich hochziehen, so wie es halt damals Zidane war, obwohl der glaube ich auch ein paar Spiele gesperrt war, aber nur in der Vorrunde und natürlich Platini 84. Also das ist eine super Truppe, da gibt's gar nichts und die haben auch einen guten Trainer, aber irgendwie so, das sieht mir alles zu glatt aus für Frankreich. Jeder nennt Frankreich und klar, der Heimvorteil, das ist alles richtig und wichtig, aber genauso gut könnte man jetzt ja argumentieren, dass die auch brutal Druck haben und mit dem muss man halt auch umgehen können und da wäre ich mir jetzt Stand heute noch nicht so sicher. Ich glaube, das wird man dann tatsächlich erst in den K.O.-Spielen sehen. Aber ich glaube ja, dass sich Frankreich so ein bisschen von Pogba erhofft, dass der so ein Spieler werden kann, der in so einem Turnier aufgeht, weil ein Zidane 98, klar, der war schon mit Juve ein guter Mann, war mit Girondin de Bordeaux vorher schon im UEFA-Cup-Finale, aber so richtig auf der internationalen Weltklasse-Bühne ist er ja erst mit dem Turnier erschienen und ich glaube, das erhoffen sie sich insgeheim von Pogba, wobei ich jetzt da nicht zu sagen vermag, ob er das auch wirklich im Kreuz hat. Also ich bin da auch eher skeptisch. Ja, er ist halt sehr jung, das muss man sagen. Vielleicht ist tatsächlich auch der springende Punkt dann gar nicht die Offensive, weil allein an den 2016er Spielen, 3-2 Niederlande, 4-2 Russland, 3-2 gegen Kamerun, sieht man ja schon, Innenverteidigung könnte eher das Problem sein. Varane hat sich verletzt. Stefan, denkst du auch, das ist so der eigentliche Knackpunkt bei Frankreich? Ja, das kann natürlich sein, aber ich glaube, man muss dann zumindest in den ersten Spielen bis zum, ich sage jetzt mal, Viertelfinale davon weggehen, sich auf Einzelspieler oder Einzelpositionen zu fokussieren, ob die jetzt stark oder schwach besetzt sind bei so einer Mannschaft von so einer Fußballnation. Die fangen das auch auf. Also die fangen das individuell auf und über die Mannschaft auf. Das kommt dann tatsächlich erst ganz am Schluss, glaube ich, zum Tragen, wenn es wirklich um Kleinigkeiten geht. Insofern, ja. Es ist eine sehr hypothetische Frage. Wenn die als Mannschaft sauber defensiv funktionieren, wer weiß, vielleicht kommt es dann auf die Innenverteidiger erstmal gar nicht so großartig an. Ja, stimmt. Ich habe irgendwie so den Eindruck in der Vorbereitung auf diese Sendung gewonnen, das wird ein ganz krass zweigeteiltes Turnier. Dadurch, dass in der Gruppenphase ja auch die besten Tabellendritten weiterkommen ins Achtelfinale, was es erstmals gibt, und damit rein theoretisch drei Unentschieden zum Weiterkommen reichen können, glaube ich, wird so sein, dass ganz viele Mannschaften, ja, also gerade die Favoriten werden ein zweigeteiltes Turnier erleben. Die spielen erst gegen Mannschaften, die sich tendenziell hinten reinstellen und dann ab dem Achtelfinale und ab dem Viertelfinale kann es dann aber schon richtig knallen und dann musst du auch auf eine andere Art und Weise spielen. Vielleicht wird man das auch an Frankreich dann beobachten können. Du hast ja bei Frankreich in der Gruppe Mannschaften, die eigentlich keiner spielen will. Also Rumänien und Albanien, puh.
Also ich glaube, da hat keiner Yippie geschrien in Frankreich, als sie die in der Auslosung hatten. Und natürlich kannst du dich mit so Spielen eben gegen Rumänien und Albanien in so ein Turnier erstmal reingrooven, aber ja, da wird es auch mal ganz schnell ungemütlich, wenn die da in Paris oder in Marseille irgendwie mit einem 0-0 in die Pause gehen und da irgendwie nicht schaffen, Rumänien oder Albanien zu knacken. Also es ist alles nicht auch mit der klar, sie werden, also Frankreich wird nicht in der Vorrunde ausscheiden, davon kann man jetzt mal wirklich zu 100% ausgehen, aber so richtig easy, wie es jetzt auf dem Papier aussieht, ist diese Gruppe A nicht für Frankreich. Ja, gut, das stimmt natürlich, ja. Interessant finde ich bei Frankreich auch, wen sie alles nicht mitgenommen haben. Also wenn man sich anguckt, Ribéry, Benzema, Valbuena, Sakho, Debuchy, alle aus unterschiedlichen Gründen, die auch nicht immer nur sportlich fundiert sind. Aber Stefan, da habe ich mir schon gedacht, alter Falter, was Frankreich eigentlich für ein Potenzial hat, wenn gleichzeitig ein Coman zum Beispiel oft gar nicht spielt, sondern von der Bank kommt, dann ein Griezmann in der Form seines Lebens, also... Ja, das ist ja das... quasi das Deutschlandproblem. Das haben die großen Fußballnationen, die auch über das, also über den Unterbau noch verfügen, wo einfach die Breite so viel nach oben durchdrückt in die absolute Spitze, kommen die Probleme zwangsläufig irgendwann und dann es kumuliert halt dann jetzt in der Nationalmannschaft auf einen 23-Mann-Kader, wo eigentlich 40 Leute die Befugnis hätten, daran teilnehmen zu dürfen. So ist es nun mal bei den großen Nationen. Da muss man ja froh sein, dass man so ein Problem hat. Alle anderen Nationen oder viele andere Nationen, der Großteil der Nationen, die jetzt selbst bei diesem Turnier dabei sind, die hätten die Probleme ganz gerne. Insofern, und nachher jetzt nur auf Einzelspieler oder Einzelkönnen oder ob der jetzt eine tolle Saison in seinem Verein gespielt hat, zu gucken, das reicht halt eigentlich. Das reicht halt nicht. Also man muss halt natürlich als Trainer dann gucken, wie das jetzt alles am besten zusammenpasst. Inhaltlich, aber auch was das Gruppengefüge anbelangt. Gerade die Franzosen sind ja da ein gebranntes Kind. Und dann ist es klar, dass dann immer am Schluss spielen halt 11 Spiele oder maximal 14 und mehr geht halt einfach nicht. Das ist nun mal so. Und dann muss man damit halt auch klarkommen. Und das können die ja auch alle, die sind ja Profis. Wobei du jetzt ja schon viele Offensivspieler aufgezählt hast und ich glaube, das sehen halt gerade Sakho und Zuma bei der Varane-Verletzung halt echt wehtun. Mhm. Also gerade in der Innenverteidigung sehe ich halt mit Koscielny wirklich einen sehr guten Mann, den habe ich diese Saison oder zurückliegende Saison auch live gesehen gegen Lewandowski in der Champions League bei Arsenal. Da hat der Lewandowski gegen den irgendwie gar keinen Stich gemacht. Also das ist so einer, der wirklich auch bei so einem Turnier jetzt nochmal herausragen kann, wie ich finde. Kann aber auch ganz schlechte Spiele machen. Und auf wen ich sehr gespannt bin, ist im zentralen Mittelfeld, wo eigentlich ja Diarra gesetzt war, aber der auch verletzt ist. Und ich würde mich freuen, wenn da Kanté spielen würde von Leicester City, weil ich den wirklich überragend fand, wie der das bei Leicester gemacht hat. Hat mich so ein bisschen an Claude Makelele auf Ecstasy irgendwie, auf Energy Drink, Entschuldigung, kein Doping oder Drogen, so ein bisschen erinnert. Und er ist ein guter Typ, das macht Spaß, dem zuzusehen. Und da kann dann schon was abgehen, wenn du Kanté und Pogba hast im Zentrum. Also schauen wir mal. Ich kann gut werden. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wollen jede Mannschaft einordnen in 4 Kategorien. Titelkandidat, Überraschungstitelkandidat, Durchschnitt und Fallobst. Ich glaube, bei Frankreich sind wir uns wahrscheinlich alle einig, Titelkandidat. Und das ist auch nicht so arg originell. Oder will jemand widersprechen? Ich nicht. Ich auch nicht. Alle keine Eier. Na gut. Und ich hab eine neue Floske gelernt. Die Breite drückt in der Spitze nach oben. Das fand ich sehr schön, Stefan. Schöne Wortschöpfung. So, dann gucken wir uns die zweite Mannschaft an in der Gruppe A. Die Schweiz haben in der Quali gespielt. 7 Siege, 3 Niederlagen, 21 Punkte. Zweiter hinter England geworden. Im Grunde war die Quali geprägt durch 2 Niederlagen gegen England. Und ansonsten war das sehr souverän. Und das, was der Schweiz so viel Hoffnung gibt, ist, dass die U17-Weltmeister von 2009 jetzt im besten Alter sind. Seferovic, Rodriguez und Xhaka waren da mit dabei. Flo, wo siehst du denn die Schweiz jetzt in der Gruppe und im Turnier? Soll ich ehrlich sein? Klar.
Ich habe da irgendwie nicht so, ich sehe da nicht so viel Gutes bei der Schweiz. Also da ist mir schon fast zu viel Gerede von alles ist möglich und wir können bis zum Titel durchgehen. Und aber irgendwie fand ich jetzt die letzten Testspiele nicht so überzeugend. Und für mich ist die Mannschaft halt auch immer noch sehr zwischen, wir können mal 2-5 bei der WM gegen Frankreich verlieren und ja, wir können auch mal 1-0 gegen Spanien gewinnen. Aber irgendwie so keine Konstanz oder jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, die müssen jetzt sowohl als Albanien als auch Rumänien irgendwie zwingend weghauen. Da ist viel Qualität da, aber so Spieler wie Shaqiri oder Memedi, die haben irgendwie, oder auch Seferovic, die haben für mich in den letzten 2-3 Jahren einfach es verpasst, irgendwie den großen Leistungssprung nochmal nach vorne zu machen, den es halt irgendwie so braucht für Spieler in dem Alter. Und Xhaka, also klar, der geht jetzt zu Arsenal, der wird sich in der Premier League vielleicht auch mit seiner körperlichen Stärke behaupten können, aber auch von dem bin ich noch nicht so überzeugt, dass er so eine Mannschaft wie die Schweiz wirklich bei so einem EM-Turnier führen kann. Und ja, deswegen bin ich jetzt erstmal pessimistisch, was die Schweiz angeht. Schließt du dich da an, Stefan? Ja, pessimistisch wäre für mich jetzt zu hart, aber ich finde die auch eine Wundertüte. Also das sehe ich dann schon auch wie Flo so, dass bei denen echt alles möglich ist. Da kann man sich gut vorstellen, dass die gegen Frankreich, weil es halt ihrem Spiel dann zu Pass kommt, dass sie da dann was reißen, aber dann gegen Albanien auf einmal nicht über ein Unentschieden hinauskommen. Ich finde die auch ein bisschen schwer zu greifen, zumal da einige Spieler dabei sind, die jetzt in diesem Jahr, die eigentlich wichtig wären, die aber in diesem Jahr jetzt nicht besonders gut gespielt haben, beziehungsweise gar nicht gespielt haben. Also Memedi ist zum Beispiel einer, der ein Jahr verschenkt hat. Auf Shaqiri bin ich total gespannt, der ist also aus meinem Fokus komplett verschwunden. Den habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, seit der jetzt nach England gewechselt ist, oder ein oder zwei Mal höchstens und da auch nur mal ganz kurz. Und von, so, weiß ich nicht, von so einem Spiel wie Embolo spricht man ja wahre Wunderdinge und das wird sich jetzt halt auch zeigen dann, ob die dann das A wieder abrufen können oder überhaupt zum ersten Mal abrufen. Also da bin ich bin da auch echt Rodriguez von Wolfsburg. Das sind immer mal wieder so Kandidaten dabei, die wichtig sind für die Mannschaft, aber von denen ich jetzt nicht wüsste, ob die jetzt wirklich auf ihrem spielerischen Leistungs-Top-Level da ankommen. Und deswegen finde ich die echt ein bisschen schwer einzuschätzen. Ist auf jeden Fall die Truppe mit den meisten Bundesligisten, ohne dass ich das jetzt nochmal genau nachgezählt hätte, aber allein drei Torhüter aus der Bundesliga, das ist schon mal nicht so schlecht mit Sommer, Birki und Marvin Hitz. Da wären andere dankbar für. Ja gut, wo packen wir die denn dann hin? Titelkandidat hatten wir, Überraschungstitelkandidat, Durchschnitt und Fallobst. Jetzt bin ich mal gespannt. Flo, fang mal an. Ich bin da eher bei Durchschnitt. Ich auch. Okay, dann packen wir die zu Durchschnitt. Das wäre eh schon. Ja gut, Titelkandidat ist vielleicht auch nicht die perfekte Kategorie, fällt mir gerade auf. Ja, ist für mich auch Durchschnitt. Die Schweiz startet dann eben, wie schon angesprochen, am Samstag um 15 Uhr zur fast besten Bundesliga-Zeit gegen Albanien. Das ist der alte Fußballklassiker. Und hat dann das zweite Spiel gegen Rumänien und dann kommt es am letzten Gruppenspieltag zum Showdown mit Frankreich. Schauen wir mal, um wie viel es dann noch geht. Kann man mal gespannt sein mit dem in Anführungszeichen neuen Modus. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Minuten wir auf Rumänien und Albanien verschwenden wollen. Stefan, bei Rumänien, also erstmal kurz holen wir die Fakten ins Haus. Die Qualifikation mit 5 Siegen und 5 Unentschieden, ohne Niederlage, mit 11-2 Toren, zweite hinter Nordirland. Es ist jetzt nicht so schwer. Da lacht er schon. Ja, also man sieht tatsächlich, das mal so am Rande, diese 24 Mannschaften, die Platini uns für die EM beschert hat, das hat halt auch zu merkwürdigen Qualifikationsszenarien geführt, muss man mal echt sagen. Also da sind zum Teil Mannschaften weitergekommen, wo sich denkt, also mit der Bilanz, naja. Aber das betrifft jetzt gar nicht Rumänien. Zwei Gegentreffer und keine Niederlage. Es ist jetzt, da muss man jetzt nicht der allzu große Rumänien-Kenner sein, Stefan, um zu sagen, die Defensive scheint nicht so schlecht zu sein. Ja, offenbar. Also
Auch da gilt, kaum was gesehen von Rumänien in der Quali, außer irgendwelche Zusammenfassungen. Auch die Mannschaft relativ unbekannt, weil die heimische Liga ist natürlich auch längst nicht mehr das, was sie vor 15 oder sogar 20 Jahren noch war, mit richtig tollen Vereinen. Also die Vereine gibt's ja immer noch und die sind vielleicht auch für ein paar Fans noch toll, aber international reisen die halt gar nichts mehr und die haben auch ziemliche Probleme innerbetrieblich. Und da kommt einfach offenbar nicht mehr genug von dem nach, was den rumänischen Fußball ja mal ausgezeichnet hat. Also die haben ja, wenn du sagst zwei Gegentore, die haben ja früher genau das Gegenteil eigentlich gespielt mit dementsprechenden Spielern, die auch immer mal wieder hatten, die wirklich in ihrem Segment dann auch internationale Topklasse waren oder sogar Weltklasse. Das ist wie Frankreich auch ein homogener Haufen, so kommt es zumindest drüber, aber halt zwei Level drunter. Ja. Also die von denen, von Rumänien erwarte ich ganz wenig. Ich für meinen Teil erwarte mir Unentschieden. Vier Unentschieden in Folge haben sie den Gruppensieg gekostet letztlich. Immer 0-0 und 1-1. Und dann könnt ihr euch auch ausrechnen, dass es nur maximal 2-1-1 gewesen sein können. Das erwarte ich mir von Rumänien. Flo, hast du noch irgendwelche Erwartungen, die darüber hinausgehen? Also ich muss tatsächlich gestehen, dass ich von Rumänien halt wirklich, also geh raus und frag in Deutschland Leute nach drei Nationalspielern von Rumänien bei dieser EM. Und ich bin ad hoc auch nur auf Radwan Rad gekommen. Und also es ist wirklich eine absolute No-Name-Truppe. Maxim hätte ich noch gekannt, aber der ist aussortiert worden. Großer Fehler. Sehr großer Fehler. Interessant finde ich den Trainer, der war mal General, also wirklich so richtig so Verteidigungsministerium und so und ist mittlerweile, man mag es kaum glauben, so der rumänische Rekordtrainer, Andrei Ionescu, der hat früher als Steaua-Trainer eher so in der Nationalmannschaft zugearbeitet in den 90er Jahren und ja, wenn wir bei den 90er sind, also die Truppe erinnert mich so ein bisschen an die No-Name-Truppe, die sie damals zur WM 90 geschickt haben. Und die haben dann aber zwei Spiele in der Vorrunde gewonnen und sind dann, glaube ich, gegen Kamerun raus oder so. Naja, auf jeden Fall, nee, gegen Kamerun haben sie in der Vorrunde gespielt. Naja, auf jeden Fall haben die dafür eine Überraschung gesorgt und also, wie gesagt, ob die jetzt, wer jetzt da, ob der Innenverteidiger das jetzt im Kreuz hat, gegen Giroud Kopfballduelle zu gewinnen oder wie die da auf der Doppelsechs jetzt aufgestellt sind, das vermag ich tatsächlich einfach nicht zu sagen, da bin ich zu blank. Aber diese Quali-Ergebnisse mit den wenigen Gegentoren, die lassen zumindest mal hoffen, dass sie gegen Schweiz unentschieden spielen können und gegen Albanien vielleicht 1-0 gewinnen und dann sind sie auf jeden Fall im Achtelfinale dabei. Ja, das ist echt das Ding, was ihr ja, glaube ich, beide schon angesprochen habt. Der Auftakt Frankreich gegen Rumänien, das könnte auch ein ganz, ganz hässliches 0-0 werden. Womit ich jetzt wahrscheinlich gejinxt habe, dass es ein 4-0-Kantersieg wird für Frankreich. Für Rumänien. Ja, oder für Rumänien. Ich kann dir aushelfen, Flo, auf der Doppel-6 spielen Hoban und Pintili. Ja, und Stankiu und San Martean sind auch noch irgendwie in der Verlosung, ich weiß, aber das, also, aber eigentlich weiß ich es nicht. Nee, Stanciu sehe ich ja eher auf der 8 und damit lese ich jetzt nicht einfach nur aus der Spielverlagerung EM-Vorschau ab, sondern das wusste ich. Zwinker, Zwinker. Ja, Zwinker, Zwinker. Ja, schauen wir mal. Wird ein interessantes Auftaktmatch. War das nicht? War doch auch damals Frankreich gegen Senegal 2002. Ja, klar. Stimmt. Absolut. Papa, Job. Genau, da haben sie ja schon mal unter anderen Umständen zwar, aber schon mal erlebt, dass so Auftaktspiele ein bisschen undankbar sind. Okay, und ähnlich undankbar ist es, Fragen zu Albanien zu stellen. No offense Richtung Albanien, es tut mir leid, aber ich habe mich aber natürlich dennoch vorbereitet. Die Qualifikation haben sie gewonnen mit 4 Siegen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Das ist eine der durchwachsenen Bilanzen, die ich meinte. 10-5 Tore, aber jetzt kommt's: auswärts bei Portugal gewonnen, 1-0. Auswärts bei Serbien gewonnen, gegen Dänemark zweimal unentschieden gespielt. Vielleicht Albanien, Stefan, auch tatsächlich so ein Überraschungsland, bei dem man sagt, gerade weil man sie so unterschätzt, könnte daran ja die große Stärke liegen, wenn du gegen die Heimmannschaft spielst und den vermeintlich klaren Gruppenzweiten Schweiz, geht ja auch was.
Ja, kann man natürlich immer sagen. Also ich glaube, auf was man sich einstellen kann, ist, dass die knüppelharten Fußball spielen werden. Was jetzt nicht heißt, dass die unfair spielen, aber die werden definitiv knüppelharten Fußball spielen, so wie es vielleicht keine andere Mannschaft bei diesem Turnier spielen wird, weil was anderes bleibt ihnen offenbar gar nicht übrig. Aber wenn man sich, was mir, das ist jetzt mal eine Vermutung von mir, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt, wenn man sich den Kader anschaut, da sind relativ viele Spieler dabei, die in der Schweiz spielen. Mhm. Ich glaube 4 oder 5. Ich gehe mal davon aus, dass einige so in diese Shaqiri-Kategorie fallen, die zwar in der Schweiz ausgebildet wurden, aber halt dann für das Heimatland ihrer Väter oder Urväter spielen wollten. Das finde ich die haben einen ganz bunten Kader beieinander, auch mit Spielern, die bei großen Clubs zumindest unter Vertrag stehen, wahrscheinlich dann auch nicht immer Stammspieler sind. Aber das finde ich jetzt, spricht mich jetzt mehr an im Sinne von, dass das eine buntere Mannschaft ist als zum Beispiel Rumänien. Und der Amir Abrashi, den habe ich tatsächlich ein bisschen verfolgt in Freiburg, der hat ein super Jahr gespielt. Mhm. Also das ist, wie gesagt, also auch man muss jetzt nicht so tun, als ob man sich mit Albanien auskennen würde, aber irgendwie finde ich die jetzt, also so geht es mir zumindest, irgendwie finde ich die jetzt interessanter als Rumänien. Geht mir auch so. Und ich bin auch echt gespannt, wie die Fußball spielen werden. Ob das so ein 80er-Jahre-Fußball-Style wird, so richtig jedes Mal, also wie man halt so schön auf dem Bolzplatz sagt, Zweikampf suchen, rein in den Mann, bam, bam. Da bin ich echt gespannt. Ja, aus der Quali kann ich mich noch dran erinnern, dass sie wirklich sehr gut bei Kontern sind. Ich glaube, so haben sie auch das 1-0 bei Portugal geholt und so haben sie auch die Serben auswärts auseinandergenommen. Ja. Hinten drin überraschend viel oder erfrischend viel Manndeckung. Das ist dann immer, da muss man dann taktisch nicht so arg beschlagen sein, um das zu erkennen. Deswegen mag ich Mannschaften, die Manndeckung spielen. Das werden wir, glaube ich, auch bei dieser EM nochmal sehen, wenn mich nicht alles täuscht. War das nicht auch die Geschichte mit der Drohne bei Albanien gegen irgendjemand, Serbien oder sowas? Ja, nein, Serbien, das war ein Abbruchspiel. Alles klar, okay. Und dann 3-0 gewertet für Albanien. Oh, okay. Also ich erwarte von denen spielerisch mehr als von Rumänien, weil ich glaube schon, dass sie hinten eher so die, ich sag jetzt mal, nicht die feine Klinge spielen werden, aber so einer wie Lurik Cana, der hat Serie A-Erfahrung, der Hüsey, der Rechtsverteidiger, spielt bei Napoli und dementsprechend demnächst auch auf dem internationalen Parkett noch mehr eine Rolle. Und mit Taulan Chaka haben sie den Bruder von Grani Chaka im Mittelfeld, mit Abrashi eben auch. Wie Stefan das schon angesprochen hat, mit der schweizerischen Ausbildung und viele mit schweizerischer Vergangenheit, das wird ein extrem emotionales Duell am Samstag. Also erwarte ich ganz einfach, weil eben auch viele, die für Schweiz spielen, einen albanischen oder einen kosovo-albanischen Migrationshintergrund haben. Und deswegen kommt es da auch ein bisschen drauf an, wer da halt sich besser im Griff hat, letztlich gegen die jeweils andere Nationen eben zu spielen. Und also Albanien, das ist für mich wirklich die Mannschaft, gegen die keiner spielen will bei dieser ganzen EM. Und für mich könnten die durchaus, deswegen habe ich auch gesagt, ich bin bei der Schweiz nicht ganz so optimistisch, weil ich sowohl Rumänien als auch Albanien in der Position sehe, zumindest gegen den einen oder gegen den anderen einen Unentschieden oder vielleicht sogar einen Sieg zu holen. Also gerade gegen die Schweiz. Hast jetzt auch schon alle interessanten Spieler genannt, bis noch auf Mergin Mahfray, den kennt man halt noch vom FC. Aber ansonsten tatsächlich, wer hätte das auch gedacht, dass man bei Albanien mehr Spieler kennt als bei Rumänien? Wo packt man die beiden denn jetzt hin, Stefan, Rumänien und Albanien? Ist einer von beiden Fallobst oder beide Durchschnitt? Ich sage jetzt mal beide Durchschnitt. Ich finde die Gruppe, die liest sich so ein bisschen langweilig, aber irgendwie finde ich die gar nicht so uninteressant. Weil halt keine Mannschaft da ist, die klar abfällt. Deswegen, also da halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass es da tatsächlich zwischen drei Mannschaften um Platz 2 geht. Ja, bin ich auch dabei, wobei ich Albanien noch so ein Jota mehr Überraschungspotenzial zutraue als Rumänien. Ja, ich würde sagen, wir machen mal aus der Kategorie Überraschungstitelkandidat einfach Überraschungskandidat, weil es ein bisschen fies ist, das nur auf den Titel zu reduzieren, finde ich. Und da kann man, finde ich, Albanien tatsächlich reinpacken.
Wir müssen auch ein bisschen nach vorne gehen, Jungs. Wir können nicht immer so hier Mainstream. Sowieso. Ja, dafür ist der Rasenfunk bekannt. Für harte Spekulationen am Rande des Boulevard. So. Und damit haben wir auch perfekte Gruppe gebaut. So, Gruppe B. Wir werden jetzt reden über England, Russland, Slowakei und Wales. Da bin ich schon sehr gespannt auf eure Meinung. Und wir fangen natürlich bei England an. Flo, England haben wir ja direkte Erinnerungen. Im März gab es da dieses Länderspiel in Berlin, das verloren ging nach 2-0 Führung. Was hast du denn, hast du an das Spiel noch Erinnerungen? Was kann man aus dem Spiel mitnehmen, was vielleicht stellvertretend für England ist? Also so richtig mitnehmen jetzt mit Interpretieren zur EM kann man, finde ich, gar nichts. Außer halt, dass England nicht mehr so eine stumpfe Truppe ist wie die letzten 6 Jahre oder diese Lost Generation mit Lampard und Gerrard und so. Das war gestern wirklich. Und ich finde England ein spannendes Team, ein junges Team, ein talentiertes Team. Und ich traue denen durchaus zu, bei den nächsten 2-3 Turnieren inklusive diesem mal um den Finaleinzug mitzuspielen. Und aber ob das jetzt diesmal schon klappt, müssen wir mal gucken. Stefan, siehst du ähnlich? England wird ja von vielen als Favorit gehandelt. Da habe ich mich gefragt, ehrlich gesagt, ob man da nicht die Quali ein bisschen überbewertet. Es war eine Monster-Quali. 10 Siege und das war es auch schon. Kein Unentschieden, keine Niederlage. 31-3 Tore. Aber ich finde, dass gerade die Quali jetzt zu dieser EM nicht so ganz aussagekräftig ist. Also in einer Gruppe mit Schweiz, Slowenien, Estland, Litauen und San Marino, da kannst du auch, wenn du in den richtigen Spielen deine Leistung abrufst, mit 10 Siegen durchmarschieren. Ja, absolut. Also ich kann vieles von dem unterschreiben, was der Flo gerade erzählt hat, aber ich vergleiche die jetzt mal ein bisschen mit Belgien von vor 2 Jahren, vor der WM, die echt eine junge, qualitativ oder individuell hochwertige Mannschaft stellen. Aber die sind jetzt dieses Jahr noch nicht dran. Auch, also wenn es wenn es gut läuft, dann packen sie es ins Halbfinale, glaube ich, aber ehrlich gesagt gar nicht mal dran unbedingt. Weil ich auch nicht so ganz überzeugt bin von Roy Hodgson. Der das super gemacht hat, der echt eine schwierige Aufgabe hatte nach dem Komplett-Desaster vor 2 Jahren. Der das, was will man ihm vorwerfen? So gut wie gar nichts. Der hat echt einen sauberen Cut jetzt oder Umbruch, tolles Bundesliga-Wort, der hinbekommen. Die Quali hast du schon angesprochen. Die Testspiele sind gut. Neuer Geist in der Mannschaft. Das ist eigentlich so das größte Plus, das ich sehe, dass dieser komplette Fokus auf 3, 4, 5 Spieler, die über allen anderen stehen, dass der halt endlich mal weg ist und dass er auch sauber rasiert wurde, bis auf Rooney, und selbst der hat es ja momentan recht schwer. Das macht sie schon gefährlich, aber irgendwie, also nochmal, ich könnte es jetzt nicht an was Handfestem festmachen, aber Roy Hodgson als Trainer überzeugt jetzt nicht, wobei du hast ja vorhin kurz das Testspiel gegen Deutschland angesprochen, da waren sie tatsächlich richtig gut über weite Phasen, weil da haben sie ja wirklich was gespielt, das total nach konzeptionellem Fußball aussah, und das hatten die ja, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, wann England immer mit super Vorschusslorbeeren im Turnier gestartet, wann England das tatsächlich dann in einem Turnier auch mal umsetzen konnte. Die sind sich dann oft auch selber im Weg gestanden mit allerlei Zeug. Aber da hast du immer das Gefühl gehabt, ja, das ist eine Ansammlung von tollen Spielern, aber die wissen jetzt nicht, was sie machen sollen. Das ist diesmal schon anders, aber ich glaube nicht, dass es ganz nach vorne reicht. Ich finde, das ist das, was England so total angenehm und spannend in dem Jahr macht. Dass sie eben so eine junge Mannschaft haben und die großen Größen fehlen. Also die haben seit gefühlt 40 Jahren mit Stevie G und Lampard gespielt und man hat sich immer gefragt, können die beiden miteinander? Und wie läuft das? Und jetzt spielen da halt Sterling, Kane, Stones, Henderson, Sturridge, Wilshere. Mit Joe Hart haben sie sogar mal einen Torhüter mitgebracht. Jamie Vardy, Dele Alli. Du hast noch so ein Juwel mit Marcus Rashford von Manchester United. 17 Jahre alt, glaube ich, wird von allen hochgelobt, den wird man wahrscheinlich so als Joker immer mal wieder sehen.
echt schwierig auszurechnen. Und was mich vor allem beeindruckt hat, ehrlich gesagt, beim Deutschlandspiel war das Offensivpressing, das sie gespielt haben. Also die haben es tatsächlich geschafft, die Deutschen, die jetzt im Spielaufbau nicht die riesigen Probleme haben eigentlich, die haben sie ganz schön genervt und ganz schön viele Ballverluste im Aufbaudrittel der Deutschen verursacht. Und ich glaube, wenn sie das halbwegs irgendwie rüber retten können in die EM, dann kann es in der K.O.-Runde schon ganz gut für die laufen. Ich finde halt, bei Roy Hodgson kann man auch so ein bisschen, wenn man es positiv sehen will, so diesen Heinkes-Effekt ausmachen. Also irgendwie so auf die alten Tage nochmal so ein bisschen der Vater der Truppe hat, glaube ich, echt eine gute Ansprache, was man so hört. Und was dann darüber hinaus echt, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist, in England, die wissen zwar schon die Leute, dass das eine gute Truppe ist, aber aus meiner Sicht hat die überhaupt keinen Erwartungsdruck. Also von dieser Generation Gerard Lampard hat man halt irgendwie alle 4-2 Jahre irgendwie erwartet, dass da irgendwas wirkt. Mhm. Und jetzt ist es eher so ein, also so interpretiere ich das, so ein bisschen so ein ungläubiges Staunen und so ein erstmal so, also eigentlich, ey, die sind ja richtig gut. Also, hey, vielleicht können wir ja, aber also ich will gar nicht so richtig dran glauben, weil wir verkacken es ja eh mal kurz vor Schluss. Aber ja, und ich glaube, das tut der Mannschaft echt gut. Und Stefan sagt, er erinnert sie an die Belgier vor 2014. Wenn ich ein Engländer wäre, ich würde sagen, boah, wir haben eine Mannschaft wie Belgien 2014. Das ist ja wirklich die beste englische Truppe seit 30 Jahren so gefühlt. Und mich erinnern sie eher so an die Deutschen 2010. War auch so eine junge Mannschaft, die damals dann mit einem 4-0 gegen Australien dann irgendwie so durchs Turnier getragen wurde. Wenn jetzt England am Samstag gegen Russland 4-0 gewinnt, was sie durchaus im Kreuz haben, dann kann sowas natürlich dann auch tragen. Dann hast du ein extrem wieder, das ist immer wieder emotionales Spiel gegen Wales, wo sie sich aber eigentlich von ihrer fußballerischen Qualität auch gegen eine Fünferkette von Wales irgendwie durchsetzen müssten. Und dann spielst du gegen die Slowakei, da geht es dann wirklich dann nur noch um Gruppenplatz 1 oder 2 höchstwahrscheinlich. Und ja, dann bist du schnell schon mal gut drin im Turnier, kriegst im Achtelfinale vielleicht einen einfachen Gegner. Und dann im Viertelfinale ist halt dann 50-50, egal gegen wen. Also ich sehe jetzt keine Mannschaft, die England absolut überlegen wäre im Turnier. Und insofern, ja, die beten natürlich, dass sie keine Elfmeterschießen kriegen, aber es wäre eigentlich auch mal an der Zeit, dass England mal wieder ein Elfmeterschießen gewinnt. Ja, mich würde es ja interessieren, ob Joe Hart wieder seine Grimassennummer abzieht, um dann von Andrea Pirlo einfach einen in die Mitte gelupft zu bekommen. Aber das ist die Vergangenheit. Höre ich da so ein bisschen Schadenfreude heraus? Nein, es war nur, nee, schon erstmal erst recht deswegen nicht, weil der Italiener ja uns rausgenommen hat dann. Aber es hatte halt einfach. Der Italiener. Reden wir jetzt schon so. Entschuldigung, ich habe zu viel mit dem Karums zuletzt gesprochen. Grüße an der Stelle, den werden wir auch im Rasenfunk Kurzpass hören. Ich freue mich. nee, aber das hatte halt einfach so viel, ja, das hatte einfach so viel Pirlo. Das war einfach, geht weniger gegen Harz, sondern eher, ja, Pirlo. Guter Mann. Hast du diesen Pirlo-Tweet von heute gesehen? Ja, Wahnsinn. Er kann sogar einfach in irgendeinem Hinterhof in der Bronx stehen oder in Brooklyn wahrscheinlich eher. Von gestern war der, glaube ich, oder vorgestern. Ja. Ja, er hat einfach Stil, das muss man sagen. Aber wir sind kein Mode-Podcast. Noch kurzer Fact zu England. England von der Nominierung her das Anti-Deutschland, weil die haben mit Kane, Rooney, Sturridge, Vardy und Rashford 5 Angreifer mitgenommen und die hat er alle in den vorläufigen EM-Kader berufen, logischerweise. Und man hat eigentlich gedacht, na, mindestens einen muss er daheim lassen, am ehesten den jungen Rashford. Und er hat alle 5 mitgenommen und Hodgson sagt danach, ja, die Balance stimmt. Wenn überhaupt, dann neigt es etwas in Richtung Offensive. Na dann. Ich finde es super. Ja, ich finde es auch gut. Also vor allem, weil ja alle sagen, es wird so eine defensiv geprägte EM. Und das kann natürlich sehr gut sein. Es gibt sehr, sehr viel hässliche Fünferketten, die da rumlaufen. Haben wir zum Teil ja auch schon drüber gesprochen. Aber vielleicht kommt da mal die Gegenbewegung. So Turniere sind ja immer wieder so taktische Vorboten oder zeigen zumindest so größere Entwicklungen auf. Vielleicht kommt jetzt die offensive Gegenbewegung. Ich will da nicht so pessimistisch sein. So, Jungs, wo packen wir die denn dann jetzt hin? Titelkandidat, Überraschungskandidat? Stefan? Das ist
Beides, aus meiner Sicht beides nicht. Das ist kein, die werden nicht Europameister werden. Und Überraschung ist auch schon dahin, weil sie einfach, das ist zu augenscheinlich, dass sie eine gute Mannschaft haben. Die können schon einiges erreichen. Wie gesagt, aber ganz nach oben wird's, für ganz oben wird's nicht reichen. Ich bin aber trotzdem gespannt, wie sie jetzt mit dieser völlig neuen Konstellation für englische Verhältnisse umgehen und was sie dann jetzt diesmal tatsächlich draus machen. Okay. Flo, jetzt musst du mir helfen. Wo packen wir sie denn jetzt dann hin? Ich bin bei Titelkandidat. Also, ich sage jetzt nicht Titelkandidat Nummer 1, aber ich sehe die eigentlich schon ums Halbfinale mitspielen. Ja, wenn ich ehrlich bin, sehe ich die ehrlich gesagt auch da oben. Allein, weil ich es gut fände. Ich finde das, ich mag das, wenn Mannschaften irgendwie offensiv spielen, wenn die mit jungen Spielern spielen. Ich schreibe es jetzt zu Titelkandidat, aber wir haben notiert, Stefan, dass du dich davon ausdrücklich distanzierst. Ja. Gut. Sagt er mit einer gewissen Härte, das habe ich schon gehört. Passt dann ganz gut, weil wir wollen uns auch über Russland reden. In der Qualifikation als Zweiter hinter Österreich und noch vor Schweden weitergekommen mit 6 Siegen und 2 Niederlagen. Haben beide Male gegen Österreich verloren. Das eigentlich Interessantere ist aber eigentlich, was passiert ist nach der ersten Niederlage. Capello hat sich verabschiedet von Russland oder wurde verabschiedet und Slutsky wurde sein Nachfolger. Und da freuen sich die Engländer total. Mr. Slutsky. Ich bin dir dankbar, dass du ihn gemacht hast. Bis dahin hatten sie in der Quali nur gegen Liechtenstein und Montenegro gewonnen und danach hat das aber tatsächlich rumgerissen und Russland mit Roman Neustädter vom FC Schalke 04 hat zumindest vom Gefühl her einen besseren Vibe in der ganzen Qualifikation aufgenommen. Stefan, was sind so deine Einschätzungen zu dieser Mannschaft? Was kann man von denen erwarten? Ich glaube, dass das eine ganz solide Truppe ist, die in dieser Gruppe Zweiter wird hinter England. Mir fehlt aber die Fantasie zu glauben, dass die übers Viertelfinale hinauskommen. Im Gegenteil, ich glaube, dass die beim ersten K.O.-Spiel, das werden sie nicht überstehen, egal wie der Gegner heißt. Und wie gesagt, die Mannschaft ist okay, aber das ist halt so, wenn man es jetzt auf Vereinsfußball runterbrechen wird, das ist eigentlich, finde ich, eine Europa-League-Mannschaft und keine Champions-League-Mannschaft. Ein einziger Legionär, den haben sie jetzt vor ein paar Tagen eingebürgert, hast gerade schon gesagt, Roman Neustädter, wenn ich es richtig im Blick habe, alle anderen spielen in der heimischen Liga, natürlich, weil sie da ordentlich Geld verdienen können, aber das irgendwie sagt das ja auch ein bisschen was über die Mannschaft aus, also dass es quasi jetzt keiner mehr nachhaltig irgendwo ins europäische Top-Ausland oder ja ins europäische Top-Ausland schafft und da auch spielt. Das ist irgendwie dann doch auch ein Qualitätssiegel, das jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass sie da besonders weit kommen. Wie gesagt, ordentliche Truppe, aber ja, also wenn ich mich jetzt auf was Konkretes festlegen würde, würde ich sagen Achtelfinale und Ende. Was ich ja interessant finde bei Russland, Flo, ist, die sind in einer Umbruchssituation und die gucken eigentlich eher Richtung 2018 zur WM zu Hause und haben sich ja dafür eigentlich auch Capello geholt und ihn fürstlich entlohnt, was man so lesen konnte. Und jetzt gucke ich mir an, Altersdurchschnitt 29,3 Jahre, nur Irland hat einen älteren Kader bei der EM. Es sind zwar ein paar junge Leute mit dabei, aber ehrlich gesagt muss ich sagen, so mit Perspektive auf 2018 habe ich das dann doch eher überrascht. Ganz grausam. Also die haben Golovin, der ist 20 und ansonsten haben die, glaube ich, einen 24-Jährigen und dann geht es schon Richtung 28, 29. Hinten die ewigen Beresutskis und Ignacevic, es hat sich auch immer noch kein besserer gefunden als Akinfeyev fürs Tor. Mhm. Dann haben sich jetzt kurz vor der EM noch Shagoyev und Denisov, also so das Herzstück im Mittelfeld, verletzt. Und also ich soll ja ehrlich sein, ich halte diese russische Liga mittlerweile leider für eine sehr große Inzestveranstaltung. Die kochen da so ein bisschen in ihrer eigenen Suppe oder dampfen da in ihrem eigenen Borscht so ein bisschen. Ich kann dieser Truppe echt nicht viel abgewinnen. Und wenn die gleich gegen England auf den Sack kriegen, wovon ich jetzt irgendwie ausgehe, dann spielen sie gegen die Slowakei, von der ich sehr viel mehr halte als in Russland. Und
ja, Wales ist so eine bisschen so eine Wundertüte für mich. Also für mich ist Russland fast wie hieß es, Kanonenfutter? Nee, Fallobst, haben wir gesagt. Ja, also ich sehe die nicht auf Gruppenplatz 2. Also dazu fehlen mir auch irgendwie so die Typen und so die, also da hat halt mal so ein Aschavin gespielt, ja, oder manche Spieler, die halt auch mal interessant waren für Chelsea, auch wenn sie sich da nicht haben durchsetzen können. Und momentan ist es irgendwie eine ganz biedere Truppe. Ich mag nicht, wie die spielen, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie wirklich weit kommen bei der EM. Ja, erstaunliche Entwicklung wirklich, die Russland durchgemacht hat, jetzt auch mit Bezug auf die letzte EM, wenn man sich mal überlegt, wie sie da angetreten sind und unter den Vorzeichen von 2018 eben. Ich glaube, das hat man sich insgesamt ein bisschen anders vorgestellt. So, ich zitiere kurz aus der sehr, sehr hervorragenden Spielverlagerungs-EM-Vorschau. Eine abschließende Bewertung der russischen Mannschaft fällt insofern schwer, als dass sie, wie viele andere teilnehmende Nationalteams, in purer Mittelmäßigkeit badet. fand ich gut. Kann man es auch sagen. Das spricht eher für Durchschnitt. Flo sagt Fallobst. Stefan, wo packen wir es hin? Ja, ich durchschnittlich, aber gesagt, also für mich sind die, wären die Zweite in der Gruppe, und das ist aber dann auch ihr Maximum. Also nicht großartig was erwarten von der Mannschaft. Ja, und ich finde, das ist tatsächlich ein Punkt, den wir jetzt bei den nächsten beiden Mannschaften noch diskutieren sollten. Wie groß die Chancen von Russland auf Platz 2 sind. Fangen wir mal mit der Slowakei an. In der Quali 7 Siege, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Wir sind Zweiter hinter Spanien geworden. Haben Spanien auch mit 2-1 besiegt. Flo, du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, von der Slowakei kann man durchaus ein bisschen was erwarten. Hat sich ja auch jetzt in diesem Testspiel gegen Deutschland angedeutet, auch wenn das nur zu 45 Minuten vielleicht sportlichen Wert hatte. Ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich sein, bin trotzdem überzeugt davon. Ich habe das Quali-Spiel gegen Spanien zufällig gesehen. Da ist Musik drin, da ist Beat drin. Die haben einen guten Trainer, die sind gut aufgestellt. Die haben Typen mit Skittle und Hamsik und so. Gibt schlechtere Mannschaften jetzt bei der EM und gerade auch in der Gruppe B. Ich mag den Trainer, den Jan Koschak, der ist ein cooler Typ irgendwie. Und magst du auch den Fußball, den sie spielen? Für was, wie ist Slowakei jetzt zum Beispiel gegen Spanien aufgetreten? Über 90 Minuten habe ich es nicht gesehen. Ja, die können halt schon relativ schnell über die Außen. Mit dem Weiß und mit dem Mack können die einem schon gut wehtun und haben halt Spieler, die sich im 1 gegen 1 durchsetzen können. Die sind natürlich eher defensiv orientiert, aber können auch einen guten Ball nach vorne spielen. Also ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Da war natürlich auch mal wieder so ein ewiger Casillas-Bock irgendwie dabei, glaube ich. Der hat irgendwie so einen Schuss, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mitten aufs Tor irgendwie durchgelassen. Also klar, um Spanien zu schlagen, brauchst du auch ein bisschen mehr, aber brauchst auch mal so ein bisschen Glück. Aber ich finde die gut. Ich hätte die jetzt auf 2 gesetzt in der Gruppe. Mhm. Stefan, ich muss auch sagen, wenn ich mir so angucke, Hamsik, Skrivel hat der Flo schon genannt, dann auch ein paar Bekannte, Pekarik, der wirklich eine gute Saison bei Hertha gespielt hat, Svento, gut, den kennt man noch, Adam Nemec, den nenne ich jetzt eher, weil man sie kennt, aber auch Miroslav Stoch zum Beispiel, einer, der mir zumindest in der Nationalmannschaft, ehrlich gesagt, immer ganz gut aufgefallen ist, auch Jojai, Kuka, nee, das war falsch ausgesprochen, egal, Kuka, das war definitiv richtig ausgesprochen von Milan. Ich muss sagen, ich von der Slowakei, die hängen für mich so unter Überraschung, muss ich sagen. Ja, also gerne, ist ja eure Meinung. ich finde ja auch, dass das eine pfiffige Mannschaft ist, aber das Testspiel gegen Deutschland, hast du ja gerade eben kurz schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob das so gut war für die, dass das jetzt 3-1 ausging. Ich glaube, okay. Das danach war schon nicht mehr so dolle. Ich weiß es gar nicht mehr gegen wen. Ich meine, aber unentschieden war es. Ist ja auch egal, aber was da schon auffällig war, gegen eine deutsche Mannschaft im Standgas, konntest da in dem Spiel natürlich auch nach 20 Minuten 3 oder nach einer halben Stunde 3-0 für die anderen stehen. Also man darf sich davon jetzt nicht unbedingt blenden lassen. Ich sehe das auch so, dass die haben so
Wir haben so ein gewisses Etwas und Esprit und auch echt gute Einzelspieler, von denen man auch einiges erwarten darf. Aber ich glaube halt einfach nicht, dass die mit so einem großen Turnier, dass die damit umgehen können. Das kann jetzt, die Prognose kann jetzt natürlich brutal nach hinten losgehen, aber das ist jetzt, ja. Das haben Prognosen so an sich. Ja, dann klar, aber das ist, also dann bin ich doch eher konservativ und sage, die Russen wären Zweiter. Und die Slowakei darf dann aber als einer der sechs besten Dritten weiterkommen. Der von dir erwähnte Test war 0-0 gegen Nordirland. Wie ah, okay. Auch Deutschland, ja, genau. Deutschland bei der EM. Ja, Stefan, dann musst du mir jetzt aber sagen, dann siehst du ja Wales auf 4. Warum zur Hölle das denn? Ja, warum denn nicht? Ich bin hier der die Fragen stellt. Ja, okay. Das ist natürlich sehr richtig, was du sagst. Ja, Wales ist natürlich, also es ist schon eine Überraschungsmannschaft, dass sie überhaupt dabei sind. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und es gibt natürlich ganz tolle Einzelspieler da in der Mannschaft. Aber da geht es mir wie bei der Slowakei auch irgendwie so, da fehlt mir was. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber so, die kommen jetzt, jetzt kommen sie immer nach gefühlten 50 Jahren mal wieder bei einem großen Turnier dabei. Jetzt werden wir gleich mal Zweiter. Da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, dass die Letzter werden in ihrer Gruppe. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, wenn ich so die Gruppe durchspiele, dann entscheidet sich für mich ziemlich viel schon im ersten Spiel Wales gegen Slowakei. Und für mich geht es da eher um Gruppenplatz 2, weil ich Wales als sehr, sehr gut organisierte Mannschaft jetzt in der Quali gesehen habe. Hinten drin auch mit einer Fünferkette, manchmal pendelnde Viererkette, das habe ich jetzt auch nicht so genau gesehen. Das können die Wales-Experten mir gerne im Nachhinein erklären. Aber ich fand ehrlich gesagt, dass die sehr, sehr kontrolliert gespielt haben und vielleicht kann das tatsächlich schon reichen. Und dann hast du halt einen Joe Allen, Aaron Ramsey und einen Gareth Bale. Gareth Bale? Ja, Wahnsinn, dass ich das gerade nicht auf die Reihe kriege. Ich kann ja bis zur EM noch ein paar Tage üben. Das ist, muss ich sagen, das kann schon tatsächlich reichen, finde ich. Ich glaube, dass es bei der EM schon erstmal darum geht, hinten keinen zu fangen. Aber ich finde, dafür haben sie die falsche Gruppe. Ja. Dann habe ich jetzt vielleicht doch noch ein kleines Argument, warum ich daran glaube oder nicht daran glaube, dass sie weiterkommen, weil ich dann tatsächlich das Leistungsgefälle innerhalb selbst der ersten Elf von den 20 Feldspielern will ich schon mal gar nicht anfangen. Das ist mir schon zu groß. Also du hast dann eine Mannschaft, die natürlich auf manchen Positionen überdurchschnittlich gut besetzt ist oder zumindest so, dass sie da eine Chance hätten. Aber dann gibt es vielleicht zwei, und wenn es nur zwei oder drei Positionen sind in so einem Team, die dann nicht immer 90 Minuten lang höchst konzentriert und im Maximaltempo mithalten können, dann hast du ein Problem, selbst bei so einem aufgeblähten Turnier jetzt. Und deswegen glaube ich, dass Wales in der Summe schlechter aufgestellt ist als die anderen drei Mannschaften in ihrer Gruppe. Und ich befürchte, ich würde es denen ja gönnen, aber ich befürchte, dass sie das mit ihren zwei, drei Weltklasse-Spielern, die sie haben, nicht in drei Spielen kompensieren können. Mhm. Fallobst. Okay, ja. Packen wir es in Fallobst, Stefan. Bist du auch dafür? Ja, wie gesagt, also ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer. Mich würde es freuen, wenn das anders wäre, zumal das ja eine Mannschaft ist, die man ja selten sieht, ja. Schon gar erst recht bei einem großen Turnier, dann bin ich eigentlich prinzipiell immer dafür, dass solche Mannschaften dann auch wirklich weit kommen und nicht mit null Punkten und einem geschossenen Eigentor von irgendeinem Gegner dann nach Hause fahren. Aber da ich zweifle da stark dran und ja, also dann Fallobst. Okay, ich habe es ins Fallobst getan und distanziere mich ein bisschen davon. Ich glaube, mit einer Fünferkette und einer Doppelsechs da vorne davor machst du erstmal hinten dichten. Ich glaube tatsächlich, für Wales geht es auch gar nicht um so viel mehr als um das zweite Gruppenspiel. Da gegen England, das wird richtig cool. Da kann man sich darauf freuen, dass es an einem Donnerstag, den 16., könnt ihr euch schon mal alle frei halten. Meine Güte, um 15 Uhr. Ja. Hey, ich bin Freiberufler. Ich krieg das schon hin. Ihr könnt dann im Rasenfunk nachhören, wie es war. Okay, ich habe sie eingetragen.
Damit kommen wir zur nächsten Gruppe. Und diese Gruppe wird uns viel begleiten bei dieser EM. Wir haben schon ganz viel drüber gehört. Ich bin gespannt, was ihr mir jetzt alles noch erzählen könnt. Wir reden über die deutsche Gruppe, die Gruppe C, mit eben, wie gesagt, Deutschland, Ukraine, Polen und Nordirland. Und wir fangen natürlich mit Deutschland an. Flo, jetzt schauen wir mal so die Zeit an seit dem Finale 2014. Glaubst du, das, was da jetzt in den 2 Jahren bis jetzt passiert ist, hat eine Bedeutung für diese Europameisterschaft? Nur dahingehend, dass man noch nicht so wirklich eine klare Elf sieht, die das jetzt irgendwie wuppen kann. Aber rein leistungstechnisch, nein. Das haben uns einfach alle Vorbereitungen auf Turniere mit Joachim Löw gezeigt, dass es dann tatsächlich nur in Anführungszeichen auf die 2 Wochen davor ankommt und wie er die wirklich für die Spiele hinkriegt und was er mit denen einstudiert hat, wie fit die sind, auf welchem Level er die wirklich zum Turnier hingebracht hat, so Stichwort Tagesform oder nennen wir es Wochenform. Und insofern ist es schon, kann man vorsichtig optimistisch sein, denke ich, weil der Yogi hat es ja immer hingekriegt. Aber ja, man sieht halt noch nicht so richtig, was es jetzt dann gehen kann. Ob es wirklich jetzt Finale sein muss oder vielleicht doch nur Halbfinale oder ob sie nicht vorher schon Probleme kriegen. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, hat es denn immer hingekriegt, Stefan? Ich will jetzt keine Bundestrainerdebatte aufmachen, aber schon die Frage stellen. Klar, zu einem Turniersieg gehört immer eine Portion Glück. Das ist immer, das ist halt einfach immer so, auf dem engen Leistungsniveau entscheiden die berühmten Kleinigkeiten. Und Messi macht halt einfach den Ball vorbei, den er in 9 von 10 Fällen trifft. Und Higuain hat Angst vor Manuel Neuer. Aber jetzt gerade, wenn ich auf die letzte EM zurückblicke, da hatten wir ein Spiel gegen Italien, wo er sich ganz klar vercoacht hat. Ja, das so wird es zumindest kolportiert. Ich habe das ja schon immer ein bisschen anders gesehen. Ich glaube nicht, dass er sich mit an oder vor Anpfiff vercoacht hat mit der Groß-Rochade, der ja vorher gar nicht oder nicht kein Startelfspieler war, der sich dann ja um Pirlo kümmern sollte und wir, also Deutschland, dann das Problem damals auf der rechten Seite hatte, weil er sich immer wieder in die Mitte hat ziehen lassen und Boateng, der damals noch Rechtsverteidiger war, da ohne irgendwelche Bezugspunkte in der Gegend rumgeschwirrt ist, aber ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, aber ich finde, den großen Fehler, den man ihm angreifen kann, war nicht die Aufstellung, die Startaufstellung, sondern wie er dann auf das, was auf dem Feld passiert ist, reagiert hat. Da finde ich, das muss er sich angreifen lassen, da hat er einfach zu spät und nicht angemessen reagiert, aber das ist ja 4 Jahre vorbei. Mhm. Zu deiner Eingangsfrage vorhin, was in den 2 Jahren, ob da irgendwas sich bewegt hat oder passiert ist. Ich finde, was wirklich immer noch nachhängt, auch nach 2 Jahren, ist das, was in den Stunden nach dem WM-Sieg passiert ist. Nämlich, dass dann 3 Spieler, von denen ich 2,5, will ich mal sagen, für unfassbar wichtig für diese Mannschaft hielt, zurückgetreten sind. Mertesacker kann man vielleicht außen vor lassen, der zwar integrativ total wichtig war für die Mannschaft, aber leistungstechnisch jetzt nicht immer auch kein Stammspieler mehr war. Dann Klose war halt Klose, mit dem konnte man den Fußball spielen, den sie spielen wollten, und zwar immer. Mit dem konntest du aber auch den Fußball spielen, den du spielen musst, wenn du zurückliegst, dass du mal flanken kannst, dass du einfach auf den zweiten Ball gehen kannst, weil er halt immer da war. Also der kombiniert quasi Gomez und Götze so ein bisschen in einem. Der konnte aber auch toll mitspielen, konnte Innenverteidiger aus der Kette rausziehen. Also der war einfach, obwohl der schon gefühlte 50 war, einfach Gold wert für diese Mannschaft. Und ich glaube, über Philipp Lahm muss man nicht reden. Und der Spieler, also jetzt tatsächlich dann auch Philipp Lahm, der fehlt total. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass Deutschland Europameister wird. Also diese Mannschaft ist toll, die kann weit kommen, die kann tollen Fußball spielen. Ich glaube auch, dass der Löw das wieder hinbekommt, dass er auch die Defensivschwäche, die ja ohne Frage da ist, dass er die einigermaßen in den Griff bekommt.
Ich glaube, von ihm war ja auch die Aussage, dass es, also zumindest haben wir es in unserem Raum so von ihm zum ersten Mal gehört oder gelesen, dass es ein zweigeteiltes Turnier ist. Das sehe ich ganz genauso. Und spätestens mit Beginn der K.O.-Runde muss halt die Defensivbewegung stimmen, die ja jetzt tatsächlich in vielen Spielen nicht gestimmt hat. Mhm. Aber wenn es dann echt hart auf hart kommt und wenn ich einen Spieler brauche, an dem ich mich aus- und aufrichten kann, das ist ein bisschen so wie bei Frankreich aus meiner Sicht, dann fehlt mir der Lahm. Und dann hast du noch einen Schweinsteiger, von dem keiner weiß, wie was wird. Und noch so ein paar 1b, die auf dem Sprung zu 1a sind, aber irgendwie, und ein Neuer, aber der ist Torwart, das ist mir zu weit weg. Ich brauche einen auf dem Feld, am besten irgendwo in der Mitte, und der fehlt mir da. Einer, dem ich immer den Ball geben kann und wo ich hundertprozentig weiß, dass er ihn gleich nicht verliert und nicht nur nicht verliert, sondern dass er damit sofort genau das Richtige anstellt, damit ich aus irgendeiner Situation wieder rauskomme. Und so ein Spieler fehlt mir. Was ist mit Toni Kroos? Als diese Art von Spieler? Mhm. Ja, der kommt da schon relativ nah ran, aber er bringt nicht das mit, was Lahm mitbringt. Kroos ist halt für einen ersten Kontakt und im Passen super, super, wie der Guardiola sagen wird. Aber wenn eine enge Situation da ist, wo wirklich dann zwei Spieler auf ihn zulaufen, wo du dich einmal schnell drehen musst, um dann die beiden ins Leere laufen zu lassen, solche Drehungen, und zwar in beide Richtungen mit beiden Beinen, die konnte halt nur der Lahm. Also da gibt es in der Mannschaft in dem Bereich vom Spielfeld, entweder im Zentrum, im Mittelfeld oder als Rechtsverteidiger, gibt es sonst keinen, der das kann. Also zumindest nicht auf dem Niveau und mit dieser fast hundertprozentigen Gewissheit, dass der Ball danach nicht weg ist. Und solche Momente wirst du dann in den wichtigen Spielen immer mal wieder haben. Mhm. Und da glaube ich einfach nicht, da glaube ich nicht dran, dass es immer so glimpflich abgeht, als hätte man jetzt dem Lahm da jetzt gerade den Ball gegeben und der macht es dann schon richtig. Das Gefühl hatte ich halt immer bei dem. Egal auf welcher Position der gespielt hat, der wurde ja ständig hin und her geschoben. Natürlich hat der mal, ich glaube gegen Ghana war das vor 2 Jahren, auch ein schlechteres Spiel gehabt, aber danach, du musst ja mal sehen, wie der Fußball spielt. Der spielt ja seit 10 Jahren wie ein Roboter spielt der Fußball. Ohne dass der mal wirklich gravierende Fehler macht. Und das ist, bester Spieler. Und wenn ich den besten Spieler nicht mitnehmen kann, dann ist immer schlecht. Ja, ich sehe schon total deine Argumente. Da kann man auch schwierig gegen argumentieren. Genau. Andererseits glaube ich, also Kroos hat definitiv eine Entwicklung gemacht bei Real Madrid. Jetzt auch in diesem Jahr. Und wenn er jetzt diesen nächsten, letzten Schritt gemacht hat, eben, dass er ein Spieler ist, an dem man sich aufrichten kann, dann kann er es eigentlich auch nur bei der EM zeigen. Also bei Real hat er mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ab sie dann. Also wieder. Könnte schon was sein. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Zu Kroos. Also jetzt vielleicht eine Nichtigkeit, aber ich finde, das stellt so ein bisschen den Unterschied dann zwischen ihm und Lahm dann doch auch raus. Es gab jetzt gegen Ungarn eine Szene, wo da war irgendwas mit dem Spieler, mit dem gegnerischen Spieler, und dann gab es einen Disput mit dem Schiedsrichter. Und die nächste Aktion, und da konntest du drauf wetten, die nächste Aktion, bei der Toni Kroos beteiligt war ein Foul. Er hat dann ein Foul gespielt, und zwar ein glasklares Foul, hat Gelb dafür bekommen und hat sich danach nochmal beschwert. Also im Sinne von, das war ja jetzt überhaupt kein Foul. Beim Spieler, bei demselben Spieler nochmal, der, in dem es vorher schon Stress gab, und beim Schiedsrichter auch nochmal. Das ist jetzt, das mag eine Nichtigkeit sein, und ich finde aber, das ist ein Indiz dafür, dass, also das ist, sowas wird, das darf einen großen, ein Anführerspieler, darf das nicht passieren. Alle heroisieren Zidane und seinen Kopfstoß. Ich sag, das ist einfach lächerlich. Nicht nur, dass er damit dann auch von der Fußballbühne gehen musste, sondern weil das einfach in so einem Spiel der Mannschaft, die ich jetzt das Turnier leite als Captain, den größtmöglichen Schaden zufügt. Das war jetzt bei Kroos ein Testspiel gegen Ungarn und eine gelbe Karte und dann ist gut, danach war ja auch nichts mehr. Aber irgendwie, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir dann immer denke, ja, was soll das jetzt? Also, wieso machst du das jetzt?
Das macht doch, das ist so absolut sinnlos. Und das würde jetzt so einem Spieler wie Lahm zum Beispiel nicht passieren. Aber das nur als Einschub. Wie gesagt, das hat jetzt mit Fußballinhalt erstmal nichts zu tun, aber irgendwie hätte ich da immer so ein bisschen ungutes Gefühl als Verantwortlicher. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man da nicht manchmal ein bisschen zu kritisch ist, weil wenn dieselbe Aktion Schweinsteiger bringt, dann sagen alle, ah, er hat ihnen jetzt gezeigt, wer Chef auf dem Platz ist. Und ja, schon klar. Der Gegenspieler zuckt jetzt nicht mal mehr, wenn er in den Zweikampf gehen will. Weiß nicht. Wie ist denn deine Meinung zu Groß oder generell zu so der Frage, welche Spieler man hat in den schwierigen Phasen, wenn du auch mal 0-1 zurückliest, 10 Minuten vor Schluss? Ich muss sagen, Flo, mir würden da schon ein paar Spieler einfallen, wo ich sage, das sind absolute Stützen, die auch wirklich Weltklasse spielen und gespielt haben, auch in der Saison. Also meine Meinung zu Groß ist, dass er wirklich nochmal einen großen Schritt bei Real gemacht hat, aber man darf nicht vergessen, der ist bei Real, These, auch nur so gut, weil er da eigentlich nur so die Nummer 10 ist in der Öffentlichkeit und in der Wahrnehmung. Also alle lieben ihn, seine Spielweise, er ist so ruhig und abgeklärt, aber so medial und bei Marca und AS, die interessieren sich scheiß für Toni Kroos. Und er hat ein hohes Standing innerhalb der Mannschaft, er hat auch bestimmt ein hohes Standing bei Zidane, weil der lässt den einfach immer spielen. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Toni Kroos spielt das Champions-League-Finale von Beginn an. Weil da wurde über viele andere Positionen vielleicht noch so ein bisschen diskutiert. Also wirklich herausragend, auch für den Deutschen bei Real. Das gab es, glaube ich, seit Stielike nicht mehr, dass das einer da so unumstritten gesetzt war. Aber ich weiß nicht, ob sich das dann auf die deutsche Nationalmannschaft dann übersetzen lässt, wo er dann halt dann doch eine exponiertere Stellung im Team hat und wo sich dann vielleicht auch mehr Hoffnungen und mehr auf ihn dann fokussiert jetzt gerade, wenn man sagt, wer ist hier eigentlich der Boss und man kommt irgendwie auf Toni Kroos. Und ich persönlich, ich habe ihn viel verfolgt, ich kenne ihn schon lange als Berichterstatter, habe oft mit ihm gesprochen in seinen Bayern-Zeiten und ich mag ihn persönlich so als Typ, aber ich habe auch so das Gefühl, dass er eigentlich immer noch so ein Typ ist, der so ein bisschen einen Arschtritt immer noch mal braucht. Also Toni Kroos wird nicht besser davon, wenn man ihm sagt, dass er toll ist, sondern man muss ihm schon immer noch so ein bisschen aufzeigen, was er noch zu lernen hat, was er noch machen muss und so weiter. Und ich glaube, seine Beziehung mit Löw war immer so ein bisschen, weiß ich nicht, belastet oder es wirkte schon immer so, als wüsste der eine nicht so ganz, was der andere meint und vielleicht löst sich das jetzt alles im Wohlgefallen auf und endlich nach so vielen Jahren macht der Groß, was der Yogi ihm sagt und der Groß versteht auch, was der Yogi meint und umgekehrt und was auch immer. Aber ja, ich zu der Mannschaft generell, ich fand das unglaublich interessant, diese Aussage von Löw mit den zwei Mannschaften. Also, dass ich eine Mannschaft brauche bis zum Achtelfinale, wo wir halt Nordirland, Polen, Ukraine und dann wahrscheinlich Schweiz, Albanien oder Rumänien spielen, wenn alles glatt läuft. Und dann brauche ich eine Mannschaft ab dem Viertelfinale, weil dann geht es nämlich gegen Spanien, Frankreich, Belgien, England, was auch immer, richtig gute Mannschaften. Ich habe mir aber auch gedacht, auf der anderen Seite war das vielleicht auch so ein bisschen so ein Versprechen an Bastian Schweinsteiger, dass er so sagt, naja, du bist jetzt nicht in meiner ersten Mannschaft, die ich so am Anfang brauche, dann ist erstmal die Diskussion auch mal tot, also dass man jetzt nicht andauernd, was ist mit Schweinsteiger, sondern der ist ja dann für die zweite Mannschaft. Aber erste Mannschaft heißt ja, und zweite Mannschaft heißt ja jetzt nicht, dass alle, die vielleicht in der ersten Mannschaft richtig gut gespielt haben, 4 Spiele lang, dann plötzlich irgendwie komplett ausgewechselt wird und dann spielen andere 11. Also wenn halt dann Groß überzeugt, wenn Kedira überzeugt, kann er natürlich auch immer dann ab dem Viertelfinale noch argumentieren, ja, sorry Basti, du bist vielleicht unser emotional Leader, aber halt leider von der Bank aus. So, also jetzt sagt ja keiner vor dem ersten Spiel, Schweinsteiger muss spielen und das ist, glaube ich, Löw auch ganz recht so. Okay, jetzt haben wir viel über Groß geredet. Lass mal die Mannschaftsteile kurz durchgehen. Ich denke, Manuel Neuer, da braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Ich glaube, das kann tatsächlich auch ein Spieler sein, der den Unterschied macht. Und jetzt haben wir dann 5 Innenverteidiger, von denen sich jetzt Rüdiger vor wenigen Momenten verletzt hat im Training. Wir wissen Stand jetzt noch nicht, wie es dabei ihm ausschaut. Außer ihr habt einen Anruf von ihm bekommen, während wir hier aufnehmen. Bernd Schmelzer steht da wieder. Ja gut, dann kann er spielen. Das reicht. Gegen die Ukraine reicht's. Nee, wen erwartet ihr denn
hinten drin, die alte Frage, wieder vier Innenverteidiger, Benedikt Höwedes auf rechts oder doch Dreierkette? Stefan, was ist so deine Erwartung? Ich glaube, dass er mixen wird in der Vorrunde, auch um tatsächlich nochmal, so komisch das klingt, nochmal was auszuprobieren unter totalen Wettkampfbedingungen. Ich glaube aber tatsächlich, dass er gegen die Ukraine, gegen die er, wenn mich nicht alles täuscht, witzigerweise vor ein paar Jahren mal eine Dreierkette ausprobiert hat in Kiew mit irgendwie 3-3 ausgegangen oder sowas. Mhm. Da glaube ich allerdings, dass er sehr konservativ Viererkette spielen lässt und die Rüdiger Verletzung ist natürlich sehr unschön. Und es hat sich ja jetzt klar abgezeichnet, dass er ihn als Hummels-Ersatz sozusagen in den ersten Spielen erstmal sieht. Er hat, glaube ich, jetzt alle Spiele komplett durchgespielt dieses Kalenderjahr als Innenverteidiger. Ich werde per se damit nicht so glücklich. Ich habe Rüdiger jetzt das letzte Jahr immer mal wieder verfolgt, natürlich nicht mehr so wie damals zu seiner Stuttgarter Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass er dieses aktionistische und auch hibbelige immer noch nicht so ganz abgelegt hat. Mhm. Und das mag ich beim Innenverteidiger schon überhaupt nicht. Also der versucht tatsächlich das, was Löw halt sehen mag. Der traut sich auch mal wirklich einen 30 Meter flachen, harten Pass kerzengerade nach vorne zu spielen, durch zwei Linien durch. Das ist alles wunderbar. Aber der hat auch tatsächlich immer noch so einen Konzentrationsfehler drin oder dann verspringt ihm mal der Ball oder er passt mal nicht auf oder lässt sich wegblocken. Da habe ich irgendwie, in der Vorrunde ist es noch, glaube ich, okay. Aber wenn es jetzt hart auf hart käme, hätte ich da immer ein bisschen ein komisches Gefühl. Ich würde so spielen lassen, angenommen er ist fit, dass er tatsächlich rechter Verteidiger spielt, was er in der Nationalmannschaft auch schon ein paar Mal gemacht hat. Er hat ordentlich Dampf nach vorne, hat auch einen gewissen Offensivdrang. Was er halt gar nicht kann, ist Flanken. Also die Flanken von dem, die sind einfach nur, als ob er sich einen Fuß umknickt und damit Vollspann nach innen ballert. Einfach mal so auf gut Glück, ohne, es gibt keinen Rückpass, keinen Flachen in den Rücken von der Abwehr, es gibt keine Manikals-Bananenflanke, es gibt einfach nur Wusch mit 100 km/h in die Mitte ballern. Das spricht jetzt nicht unbedingt für ihn als Rechtsverteidiger, alles andere finde ich aber schon. Im Umkehrschluss muss man dann natürlich auch sagen, wer besetzt dann die Position, da würde ich tatsächlich Mustafi spielen lassen. Also da, oder Höwedes. Da wären wir mit beiden, wären wir ein bisschen wohler als mit Rüdiger in der Innenverteidigung und ihn dafür nach rechts und Hector links ist ja eh fast alternativlos. Ja, das wär's. Also so wird meine Viererkette ausschauen im ersten Spiel. Flo, gehst du mit? Ich würde gern Kimmich hinten rechts sehen. Ich habe das irgendwie vor ein paar Wochen schon mal geschrieben, dass ich finde, dass ich dem Kimmich durchaus zutraue, zu einem sehr passablen Rechtsverteidiger zu werden oder zumindest übergangsweise es zu sein. Wobei er auch schon ein sehr passabler Innenverteidiger ist und darüber hinaus ein sehr passabler defensiver Mittelfeldspieler. Aber mich hat wirklich schon sehr, sehr überrascht, dass der Löw dann Rudi gestrichen hat am Ende, weil er dem halt einfach die absolute Lehnstreue, die Qualifikation durch hat angedeihen lassen. Er war bei allen 10 Qualifikationsspielen dabei. Das kann ja nur damit zu tun haben, dass er dann irgendwie plötzlich Besseren für den Job gefunden hat. Das kann dann letztlich nur, Rüdiger war vorher schon da, Can war vorher schon da, kann dann eigentlich nur Kimmich sein. So. Würde ich das ganz, ja. Das ist richtig, darf ich ganz kurz spoilern auf die Ukraine? Klar, tu es. Gut. Also, ich bin der Meinung, dass Kimmich natürlich eine Option ist für rechts in der Viererkette, allerdings nicht fürs erste Spiel. Nee, also mit Jarmolenko und Konopljanka, die ja beide eher über die Flügel kommen, da wären wir einigermaßen unwohl, wenn ich dann Kimmich da hätte, der das im Verein dann doch, glaube ich, nur einmal gespielt hat in irgendeinem Pokalspiel, der einfach nicht diese Raumroutine hat für diese Position. Yeah. Und dann gegen so einen Spieler spielen zu lassen,
dem ich dann auch überhaupt kein Tempo aufnehmen lassen darf. Da glaube ich, da ist so ein gelernter Innenverteidiger, kommt da ein bisschen besser damit zurecht. Deswegen würde ich sagen, dass das kann man ausprobieren auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Wobei ich den auf Dauer, um nochmal auf den Lahm kurz zurückzukommen, das ist für mich so einer, der das irgendwann können wird, das, was der Lahm konnte. Der kann sich auch aus total engen Situationen einfach mal so zack, zack, rausdrehen. Aber jetzt halt noch nicht. Und fürs erste Spiel schon gar nicht. Also da, ich glaube, dass Löw da, also ich an Löw's Stelle wäre da eher konservativ, auch wenn es nur in Anführungszeichen die Ukraine ist. Aber da würde ich echt kein Risiko eingehen. Ich stimme dir zu, da hast du recht. Ich sehe jetzt Kimmich so einfach so für das ganze Turnier würde ich ihn halt gerne auf rechts sehen, auch wenn es dann erst ab, was weiß ich, Polen ist, die jetzt nicht unbedingt, na gut, Milik vielleicht, aber also mir würde es gut gefallen, aber ich denke auch, dass Löw eher die Höwedes-Variante wählen wird wieder auf rechts und eher auf Rüdiger innen setzt, weil das jetzt so den Anschein macht, außer er ist jetzt verletzt, dann wäre natürlich nur noch in Anführungszeichen Mustavi da. Oder er spielt halt mit Kimmich in. Das geht ja auch. Also hat man ja schon mal gesehen bei dem einen oder anderen hochklassigen Bundesligisten. Ja. Okay, das wäre die Abwehr. Dann lass mal ins zentrale Mittelfeld gucken. Das machen Groß, Khedira und Schweinsteiger je nach Verletzungslage unter sich aus. Oder Stefan, wird Julian Weigl eine Rolle spielen bei der EM? Nee, glaube ich nicht. Also wenn es gut läuft, dann darf er in einem Spiel, in dem es nicht mehr um ganz viel geht und das wird unter Umständen das Nordirland-Spiel sein, ein paar Minuten mitspielen. Aber ich glaube, dass er eigentlich gar nicht spielen wird. Dafür ist einfach, da gibt es zu viele Leute, die auf seiner Position spielen und er kann ja auch nur sozusagen diese Position dann auch begleiten. Also anders als Kimmich jetzt zum Beispiel oder Emre Can. Deswegen glaube ich nicht, dass er da jetzt großartig Einsatzminuten bekommt. Der ist halt dabei, um zu lernen. Das ist ja auch alles wunderbar, aber das wird sich tatsächlich bei den anderen dreien oder mit Kimmich dann vier Spielern auf die konzentrieren, denke ich. Aber glaubt ihr denn, dass er mit einer Doppel-Sechs spielen wird? Oder dass es nicht eher irgendwie so ein 4-3-3 ist? Also mit, ich sag mal, Spiel kommen, gehen, Marc Groß der Defensivere, Marc Khedira der Defensivere und Özil dazu. So ein bisschen WM-mäßig. Ja gut, muss man halt schauen. Man muss ja gucken, wie die Gegner ausgerichtet sind dann. Nochmal, ich glaube, beim ersten Spiel wird nicht viel experimentiert. Das ist einfach ein deutscher Grundsatz oder ein Grundsatz von deutschen Mannschaften, was auch fast immer funktioniert. Das erste Spiel gewinnst du halt. Also es muss gewonnen werden und da ist es erstmal auch egal. Egal, ob ich da jetzt auf irgendwelche Spieler, die ich vielleicht später noch brauche oder so, verzichten muss, auch wenn ich sie gern spielen lassen würde, das erste Spiel, da gibt's halt nur Gewinn, Bums aus. Weil, glaube ich, da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf, das zweite Spiel ist ja immer eher so eine deutsche Schwäche. Und auch dieses Mal deutet einiges darauf hin, dass er am zweiten Spiel dann die Gruppe entschieden wird. Gegen Polen. Wie es oft so ist. Über die wir auch noch reden müssen, aber wir verlieren gerade sehr viel, allerdings, wie ich finde, gut investierte Zeit in Deutschland. Ja, ist ein guter Punkt. Flo, habe ich auch drüber nachgedacht, ob sie eher nicht eine 6-8-10 spielen und dann muss man eigentlich Özil mitnehmen. Ich finde so ein bisschen, und das haben wir ja auch schon angesprochen, es ist sehr schwer ausrechenbar. Ich glaube, Löw hat sich nicht so wirklich in die Karten schauen lassen bei keinem der Spiele in den letzten 12 Monaten, würde ich sagen, zum Teil auch verletzungsbedingt, steht und fällt ja auch so ein bisschen mit der Frage, ob man mit Gomez vorne drin spielt, finde ich. Weil danach strukturiert sich dann nach hinten durch die Mannschaft komplett anders aus. Nach dem Gesetz der zwei Mannschaften würde ich eher davon ausgehen, also wenn wir jetzt sagen, erste Phase, wenn wir jetzt einfach mal verallgemeinern, erste Phase eher defensivere Gegner, zweite Phase eher offensivere Gegner, dann würde für die erste Phase eher der Smart Götze gegenüber dem Hammer Gomez sprechen für vorne. Mhm. Und dann hast du halt rechts Müller und links Draxler oder Schürrle. Wobei ich glaube, ich dann eher bei Draxler bin oder wäre. Und ja, dann hätte man es eigentlich relativ
gut hingestellt mit Khedira, Kroos, Özil jetzt im Zentrum, unabhängig wer jetzt davon in der Offensive und Defensiveren 6, 8, 10. Und dann eben die zwei Außen mit Müller und Draxler, und die eigentlich keine echten Außen sind. Und Götze vorne drin, was sich dann natürlich auch positionell auch mal durchaus ändern kann, dass halt auch mal der Müller nach vorne geht und der Götze über außen. Also ich habe jetzt Ungarn gesehen und Slowakei nicht, aber für mich macht der Götze im DFB-Trikot echt einen ganz guten Eindruck, also einen deutlich besseren Eindruck, als er das im Bayern-Trikot gemacht hat. Und ich sehe jetzt nicht viel, was dagegen spräche, ihn starten zu lassen gegen die Ukraine. Da würde ich ganz gerne eben intervenieren, was die Besetzung im offensiven Mittelfeld anbelangt. Ich sehe Müller ganz klar in der Mitte, nicht auf der Seite. Und ich würde dann so aufstellen, dass Özil als Linksfuß auf der rechten Seite spielt und Draxler analog dazu auf links. Einfach um alles auszuschöpfen, was da ist an Möglichkeiten. Und auf jeden Fall gefällt mir Mario Götze vorne drin bei der Nationalmannschaft super. Der hat sich sehr gut bewegt beim Ungarn-Spiel. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass die Gegner ja relativ vielen Leuten hinten drin stehen und auch der Raum relativ eng ist, lautet Müller und Götze, die beide ein super Timing dafür haben, wann sie Räume anlaufen müssen und wie sie Raum schaffen können für andere, dann wäre das meine Idealaufstellung. Allerdings, der Haken dabei ist natürlich der, dass Gomez ist halt so ein Haruk-Spieler, der ist kein guter Joker, der kann nicht von der Bank kommen und sofort funktionieren. Und ich glaube auch, dass der muss auch bei so einem Turnier eigentlich vom ersten Spiel an quasi spielen. Ich glaube nicht, dass das ein Spieler ist, den ich jetzt mal dreimal nicht von Beginn an bringen kann und auf einmal kommt er dann aus dem Nichts, sondern das irgendwie kann er das nicht. Und deswegen ist es natürlich schwierig, das dann nachher zu entscheiden, wer da jetzt wirklich anfangen soll. Also Götze ist eigentlich der klar bessere Spieler von der Bank und auch einer, der vielleicht die ersten Spiele nicht spielen muss. Und ich weiß nicht, ob man sich da einen Gefallen tut, dann auf Gomez zu verzichten, aber wenn es nicht anders geht, also so an und für sich sehe ich ganz klar, oder wäre mir Götze jetzt lieber. Aber nach deiner These könnte man ja auch dann Götze nach links stellen und Gomez vorne rein. Das kann man machen, ja genau. Das ist richtig. Aber dann hast du natürlich die Bewegungsmuster, sage ich jetzt mal, ein bisschen hochgestochen von Götze nicht mehr im Zentrum, da wo es halt wirklich drauf ankommt, wo es dann wirklich wehtun kann. Also dem Gegner natürlich. Andererseits haben wir auf der linken Seite natürlich den Außenverteidiger, der gerne mal hinterläuft. Da kannst du schon einen gebrauchen, der nach innen zieht. Das sehe ich rechts jetzt nicht so. Also ich glaube, dass wir im Spielaufbau asymmetrisch ein bisschen spielen werden. Es wird spannend, aber ich glaube tatsächlich auch, das wäre jetzt meine These gewesen, dass es Gomez zu Pass kommt, dass er der schlechtere Einwechselspieler ist und gleichzeitig es auch eine gewisse Logik hat, dass du sagst, selbst wenn Götze erstmal draußen sitzt, dann lässt du die gegnerischen Innenverteidiger, die dürfen sich erstmal 60 Minuten schön am Gomez abarbeiten und dann stellst du ihnen einen quirligen Götze vor die Füße, womit sich auch deine Angriffsmuster verändern, worauf sich der Gegner einstellen muss. Ich glaube tatsächlich auch, wenn die Entscheidung ist Gomez oder Götze, dann glaube ich, dass Gomez erstmal den Vorzug erhält aus den Punkten, die du auch genannt hast, dass er ins Turnier reinfinden muss, dass er auch der schlechtere Einwechselspieler ist. Eventuell aber auch Götze und Gomez, denn ich weiß nicht, ihr habt jetzt beide Draxler genannt, von dem bin ich auf links nicht so überzeugt. Ich würde ehrlich gesagt lieber Leroy Sané sehen, auch wenn das so ein bisschen die Hipster-Meinung ist, aber der hat mich insgesamt in dieser Saison viel öfter positiv überrascht als Draxler. Aber der ist halt ein geiler Joker. Also das ist halt einer, den kannst du halt nochmal bringen in der 60. und sagst dem so Coman-mäßig, hier geh einfach mal sechsmal drauf und wenn du sechsmal einen Ball verlierst, beim siebten Mal machst du halt die entscheidende Flanke. Und vor allem der Geschwindigkeitsvorteil, den der hat gegenüber Spielern,
Der wirkt sich ja dann doch irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr aus, denke ich oder finde ich, wenn er halt frisch als Einwechselspieler reinkommt, wenn die anderen schon 13 Kilometer gelaufen sind, weil sie die ganze Zeit den Ball hinterher und verschieben links und rechts. Also für mich ist Sané halt der ideale erste offensive Wechsel. Ja, gut. Da gebe ich dir recht. Hast du recht. Ich bin gespannt auf Schürrle, was er bringt. Und eine Anmerkung habe ich noch zum DFB-Mittelfeld. Und zwar finde ich, dass das Mittelfeld an sich nicht torgefährlich genug ist. Also wenn man jetzt Müller und Götze als Stürmer betrachtet, was er glaube ich auch beim DFB offiziell so eingeteilt ist, zusammen mit Gomez, dann fehlt mir bei Groß ist noch okay, weil er ja noch aus einer noch tieferen Position kommt. Khedira heißt ja immer toller Box-to-Box-Player, aber irgendwie so richtig viele Abschlussaktionen hat er jetzt auch nicht und dann hast du natürlich so ein bisschen das, in Anführungszeichen, das Sorgenkind Özil, der ab und zu mal ein Tor schießt, aber das ist mir für einen offensiven Mittelfeldspieler bei Özil dann am Schluss echt zu wenig. Und Schürrle wird wahrscheinlich eher Ergänzungsspieler sein, erstmal Podolski so und so. Aber gerade bei so einem Özil, da erwarte ich mir mehr Torgefahr, auch tatsächlich dann auch mal, wenn das sauber vorbereitet ist, durch einen sauberen Angriff vorbereitet ist, auch mal durch einen Schuss aus 20 oder 22 Metern, der ja per se erstmal jetzt nicht so erfolgversprechend ist, rein statistisch zumindest gesehen nicht. Aber Özil muss einfach mehr Abschlüsse haben und dann auch von diesen Abschlüssen, da muss er dann auch kälter sein, wenn er dann mal im 16er drankommt. Özil ist immer so ein bisschen so einer, der mal ein, zwei Dinge auch liegen lässt. Und das weiß ich nicht, ob das dann auf Dauer, ob das sind andere Mannschaften, glaube ich, ein bisschen besser aufgestellt als Deutschland. Aber du sprichst halt vom besten Vorlagengeber der Premier League-Geschichte. Ja, genau, vom Vorlagengeber. Ja. Genau deswegen. Irgendeiner muss sie reinmachen. Ja, okay. Gut, also muss ich euch fragen, wo wir Deutschland hinpacken? Titelfavorit. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann habe ich es hiermit eingetragen. Gibt es noch was zu Deutschland, was ihr noch unbedingt loswerden wollt, oder sollen wir mal über das nächste Team sprechen? Machen wir weiter. Ja. Gut. Ich glaube auch, wir haben es ausdiskutiert. Lasst uns über Polen sprechen. Mein Gott, wie oft haben wir gegen Polen gespielt jetzt in den letzten 2 Jahren? Waren in unserer Quali-Gruppe, ich verrate den Hörern nichts Neues. Sie haben einmal verloren, das war in Frankfurt gegen Deutschland. Gleichzeitig haben sie in Warschau das Hinspiel gewonnen. 33-10 Tore. Das zeigt schon, Flo, vorne drin da bummt's bei den Polen. Ja, die haben einen Lauf gehabt in der Quali, also sofern man das sagen kann, über eine Quali, die sich über 2 Jahre erstreckt, aber weiß nicht, war jetzt von den letzten Leistungen wiederum nicht so angetan. Also klar, das über Lewandowski brauchen wir nicht reden, seine Qualitäten sind hinlänglich bekannt. Für mich war Milik die Entdeckung der Quali. Muss man sehen, ob es sowas halt auch beim Turnier abrufen kann, auch in der Kürze der Abfolge der Spiele. Und ansonsten. Ja, also mit Krychowiak haben sie halt einen super, super Sechser, der bei Sevilla der Europa League-Siegermannschaft gesetzt war. Die haben eine sehr robuste Innenverteidigung mit Glick, der ist da mal stellvertretend zu nennen, von Serie A erfahren, wirklich auch ein guter Innenverteidiger, auch kopfballstark. Piszczek haben sie natürlich auch. Fabianski auch ein Torwart, der besser ist als Szczęsny. Also ich gehe jetzt gerade schon so ein bisschen die Mannschaft durch, aber klar, nach vorne mit Lewandowski sind die immer für viele Tore gut, aber ich sehe sie jetzt bei der EM irgendwie ja, gefühlsmäßig nicht mehr ganz so stark wie in der Quali. Okay, stellt sich die Frage, Stefan, werden die Polen ihren EM-Fluch besiegen? Bei der ersten Europameisterschaft waren sie 2008 dabei, dann als Gastgeber 2012 und zweimal sind sie ohne Sieg ausgeschieden. Ja, dann wären sie. Also wenn es darauf gemünzt ist, ob sie mal ein Spiel gewinnen, dann sage ich ja. Und ich denke auch, dass es die zweitstärkste Mannschaft ist hinter Deutschland, obwohl, wie der Flo schon gesagt hat, sie jetzt so ein bisschen nicht mehr so ihre Leichtigkeit
nicht so rüber retten konnten, wie sie während der Quali ausgestrahlt haben. Aber trotzdem denke ich, dass die haben erfahrene Spieler dabei. Krychowiak, gerade schon angesprochen, den kann man super toll, also super zuschauen. Der ist auf seiner Position echt, der kommt immer viel zu schlecht weg, weil er natürlich auch in der Mannschaft spielt, die immer erst dann im Frühjahr von irgendeinem Jahr X dann erst relevant wird, auch für deutsche Fernsehzuschauer. Aber das ist eigentlich ja ein Champions League Spieler und der, auf den freue ich mich total. Also solche Spieler mag ich sehr und die Mannschaft an sich ist ja auch, wie gesagt, anders als andere, das hat man ja vorhin schon mal jetzt nicht so aufgebaut, dass man da sagen könnte, das ist jetzt individuell oder als Mannschaftsteil, da sind sie jetzt besonders anfällig oder sowas. Deswegen glaube ich schon, dass die sich da hinter Deutschland auf Platz 2 einreihen. Schluss. Okay, das ist mir jetzt aber noch ein bisschen zu wenig Prognose, weil Platz 2 in der Gruppe mit Ukraine und Nordirland finde ich jetzt nicht so wahnsinnig gewagt. Was traust du ihnen denn noch weiter zu, Stefan? Ich habe jetzt den Spielplan nicht ganz im Kopf, wie es dann weitergeht, aber dann muss natürlich, also der weiter nächste Gegner. Spielen sie gegen Zweiten aus Gruppe A, glaube ich. A2 gegen C2, also Rumänien, Albanien. Okay, also gut, das ist dann, ich glaube, da treffen sie dann auf eine Mannschaft, wenn sie dann tatsächlich Zweiter werden sollten, die dann auf Augenhöhe daherkommt. Und dann ist das Viertelfinale natürlich drin. Aber dann, also wenn ich mich jetzt festlegen muss, sage ich, sie packen das Achtelfinale, wenn es gut läuft, aber dann mehr ist dann, glaube ich, auch nicht mehr drin mit der Mannschaft. Dafür haben sie dann zu wenig Überraschungspotenzial. Bringen sie dann zu wenig Überraschungspotenzial mit, dass man sagen könnte, ja, jetzt, also da ging er jetzt im Viertelfinale gegen einen Gegner, der dann sehr wahrscheinlich auf dem Papier zumindest doch stärker ist als sie. Da ging es dann auch noch weiter bis ins Halbfinale. Da glaube ich nicht dran. Irgendwie ein bisschen schade, finde ich. Man redet über die talentierteste und beste polnische Mannschaft seit wahrscheinlich, keine Ahnung, 74, wo ja einige sagen, sie hätten auch das Halbfinale gegen Deutschland unter anderen Bedingungen gewonnen. Was? Du, das habe ich mal so gehört. Dass, also in meiner Erinnerung, also nee, was heißt in meiner Erinnerung? Da war ich minus 11 Jahre alt. Da war ich noch nicht mal geplant, vermutlich. Nein, aber in dem, was ich mir so nachträglich angesehen habe, hat Polen damals tatsächlich einen technisch sehr, sehr feinen Ball gespielt und die Deutschen zwar jetzt auch keinen schlechten, aber die hatten eher den Durchhänger. Aber wir wollen jetzt nicht über 74 reden. Ja, weil mir fehlt da irgendwie so ein bisschen der Sex, also so mit Grosicki und also Grosicki, nicht Grosicki, Blaschikowski, Jodlovic oder, also ich weiß nicht, das sind irgendwie so, Milik, ja, der hat begeistert, der hat gut gespielt, Lewandowski, ja, hat gut gespielt, aber ja, Krychowiak, ja, aber... Die gehen aber doch voll drauf, also ich finde genau das kann man der polnischen Mannschaft nicht absprechen, die spielen wahnsinnig ballorientiertes Pressing, nach Ballverlusten gibt's eine ganz heiße Gegenpressing-Phase von ein paar Sekunden, sind saustark in Kontern. Schau dir allein die beiden Tore an, die sie gegen Deutschland geschossen haben in Warschau. Ich finde, genau das kann man der polnischen Mannschaft nicht absprechen. Klar, von den Namen her, das liegt aber auch daran, dass man die nicht aussprechen kann. Ja gut, aber die spielen jetzt ja auch nicht Blaschikowski, jetzt auch nicht mehr so auf dem Champions-League-Final 2013-Niveau. Ja, gut, aber trotzdem finde ich, wenn ich mir so die Gesamtheit der Mannschaften bei der Europameisterschaft angucke, auf die polnischen Spiele freue ich mich ausnahmslos, allein weil ich den Fußball mag, den sie spielen. Und deswegen finde ich, die haben sehr, sehr viel Sexiness und waren ja auch offensivstes Team in der EM-Quali, ich habe schon gesagt, 33 Tore. Also weiß jetzt gar nicht, wo jetzt hier diese ganze Ernüchterung von euch herkommt, aber gut. Ich weiß gar nicht, wo diese Schärfe jetzt herkommt. Ja, weil du meine Polen, die sexy Polen hast du gerade beleidigt, als wären sie so, als wären sie... Die Durchschnitt. Okay, Flo sagt Durchschnitt. Ich sag ja Überraschungskandidat. Stefan, du bist das Zünglein an der Waage. Durchschnitt. Es gibt's ja nicht, ey. So leid es mir tut. Ja, das hört sich überhaupt nicht an, als würde es dir leid tun, mein Lieber. Doch, es tut mir schon leid, weil ich die Polen sehr mag. Aber das ändert ja nichts daran, dass es halt am Schluss darum geht, wer den Ball öfter ins Tor schießt. Und da glaube ich halt nicht dran, dass sie das ganz oft besser können als die anderen.
Okay, ich bin mal gespannt. Wir werden es sehen. Jetzt bin ich gespannt, ob wir ähnlich hitzig über die Ukraine auch diskutieren werden. In der Quali 7 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen, Dritter hinter Slowakei und Spanien. Und trotzdem zur EM gekommen in den Play aus Slowenien mit 2-0 und 1-1. In der Summe dann besiegt und so zur EM gekommen. Die Ukraine, 4 Gegentore, aber halt auch sehr wenige Tore geschossen mit nur 14. Flo, reduziert sich das wirklich so auf die beiden Flügelspiele, die du vorhin schon angesprochen hast? Also rein von den Namen, Stefan hat sie angesprochen, aber rein von den Namen her, klar, Konoplyanka von vorletzter Saison noch, Dniepropetrovsk und Jarmolenko, der ja von Dynamo Kiew quasi ja so ein Zarenwesen dort, ein Zarendasein gefristet hat. Das sind einfach die zwei Stars, auf die es da ankommt in dem Team. Sie haben halt keinen Schewtschenko mehr vorne drin, sondern einen Mann, der Sosulja heißt. Und haben aber halt, die Mannschaft lebt einfach vom Gros von Schachtar Donetsk, also von den Spielern, die da geblieben sind und auch nachrücken konnten, nachdem ja viele, Brasilianer den Verein verlassen haben. Also da hat natürlich die ukrainische Nationalmannschaft schon auch ein bisschen von dem Aderlass von Donetsk profitiert. Und Dynamo Kiew auch keine schlechte Mannschaft. Dniepropetrovsk hat es ja gezeigt. Dnieper hat es ja gezeigt vor 2 Jahren, dass der ukrainische Fußball mittlerweile besser ist als der russische vielleicht sogar von den 3 Top-Clubs her. Und dann, ich stolper immer, wie der Innenverteidiger heißt, aber Kacheridi oder Kacheridi und Rakitski, das ist solides zwischen Europa League und Champions League Niveau. Dann hast du Rotan, Stepanenko, die meisten haben halt irgendwie Champions League oder Europa League schon mitgespielt und auch gut mitgespielt, Vorrundenniveau, vielleicht auch teilweise weitergekommen. Und ich sehe die zwar auch nur als Durchschnitt an, um jetzt mal auf die Wertung zu kommen, aber ich glaube auch, dass die deutsche Mannschaft mit ihnen nicht so viele Probleme haben werden, aber ich glaube, dass sie die Polen halt schon vor das ein oder andere Problem stellen können und dass sie stärker sind als Nordirland. Dann sind sie halt für mich so Gruppenzweiter, eher Dritter, aber guter Gruppendritter, um weiterzukommen ins Achtelfinale. Mhm. Stefan, willst du was ergänzen? Nee, also Torhüter ist meines Erachtens auch ein bisschen diskutabel. Diskutabel. Also Piatow. Wenn ich schon so eine Mannschaft habe, die zwar 2 tolle Spieler vorne drin hat, aber dann doch eher, wie hast du gesagt, 4 Gegentore in der Quali nur, doch eher über das Defensivverhalten kommt, dann hätte ich es doch. Eigentlich wäre es dann doch recht wichtig, auch einen überdurchschnittlich guten Torhüter zu haben. Und den haben sie, glaube ich, eher nicht. Und das macht natürlich schon einen Riesenunterschied aus im Vergleich zu anderen Mannschaften, nicht nur in dieser Gruppe. Ich glaube schon, dass das ein Problem ist. Das ist auch einfach nicht so einfach. Das kann man halt auch nicht einfach so lösen wie irgendwelche anderen Dinge, die nur die Feldspieler betreffen oder irgendwelche Abläufe betreffen, sondern der Torhüter ist halt der Torhüter und entweder ist der jetzt gut oder der ist nicht gut. Und in dem Fall ist er, glaube ich, eher nicht gut. Bin ein bisschen böse, dass Schofkowski nicht mehr dabei ist, weil der hat, glaube ich, letzte Saison noch Europacup gespielt und der ließ schon Gurkenbälle rein seit 1999, seit Effenberg und Tarnert. Und hat mich sehr gefreut, dass er noch Europacup gespielt hat und schade, dass er nicht mehr bei der Ukraine spielt, aber Piatow halte ich für eine ebenso große Wurst und stimme deswegen Stefan da vollumfänglich zu. Aber du müsstest dich ja versohnen, dass Anatoli Timoschuk mit seinen knackigen 37 Jahren noch dabei ist. Der wird auch bestimmt wieder die Kapitänsbinde von Lothar Matthäus heimlich tragen. Ja, Wahnsinn. Ja, bin mal gespannt. Man konnte lesen, es ist jetzt nicht so, dass ich Ukraine-Insider bin, aber man konnte lesen, dass es wohl Konflikte gab zwischen den Spielern von Schachtar und Dynamo Kiew in den letzten beiden Spielen. Das könnte tatsächlich, glaube ich, dahingehend relevant werden, dass die Ukraine halt in ihrem Defensivverhalten halt wahnsinnig auf eingespielte Abläufe setzt und vor allem darauf, dass die gegen den Ball
ganz, ganz massiv und eng sich aufbauen in zwei sehr engen Viererketten vom 16er. Und wenn da nicht jeder jeden Weg mitgeht, dann könnte das vielleicht tatsächlich das Zünglein an der Waage sein. Also hinten ist eher Donetsk. Also ich glaube, die Defensive besteht von 4 oder 5 sind Donetsk. Die sind sich ja dann hoffentlich einig, wie man verteidigt. Ja, einig, die anderen zu hassen. Gut, das heißt, die packen wir in den Durchschnitt, ja? Ja. Ja, ja. Okay, da sind wir uns alle einig. Und was machen wir jetzt mit Nordirland? Die bisher, also erstmal, dass sie es überhaupt zur EM geschafft haben, Riesending. Bisher nur 2 WM-Teilnahmen, 58 und 86. Gute Fußballquizfrage, finde ich. Und eine EM-Teilnahme 1964. Das zeigt schon so ein bisschen, was da jetzt los war. Und qualifiziert nicht so schrundlig wie die Ukraine, sorry, sondern als Gruppenerster mit 6 Siegen, 3 Unentschieden, einer Niederlage, nur 21 Punkte. Allerdings in einer Gruppe, wo in der Griechenland Letzter wurde und Finnland Vierter. Okay. Hey, nichts gegen Finnland. Sorry. Aber haben halt in dem Jahr unter ihren Möglichkeiten gespielt. Aber Nordirland irgendwie total interessantes Team, Stefan. Ja, interessant. Kann ja auch Bezirksliga-Fußball sein, aber ob es dann hochklassig ist, ist ja die Frage. Und das sind sie ja definitiv nicht. Also es wird ganz schlicht, am Ende wird es an Qualität fehlen, um da ein Spiel zu gewinnen bei einer EM. Ich finde es auch toll, dass sie dabei sind. Habe mich auch sehr gefreut, dass sie mal wieder an einem großen Turnier teilnehmen durften. Ich kann mich noch daran erinnern, als sie zum letzten Mal dabei waren. Aber die werden da nichts Großartiges zeigen wollen und schon gar nicht können. Also das ist, glaube ich, so mit der krasseste Außenseiter überhaupt in dem ganzen in dem ganzen Turnier von allen 24 Mannschaften. Ich hoffe drauf, dass sie tolle Fans mitbringen, dass sie so auf sich aufmerksam machen können, aber alles andere wird halt unglaublich schwer. Und ich glaube, es sind 552 Spieler müsste hinkommen, oder? 552 Spieler gemeldet fürs Turnier. Und einer, wenn jetzt die Statistiken nicht lügen, ist vereinslos. Der spielt bei Nordirland. Der Aaron Hughes. Der hat, glaube ich, jetzt auch schon seit einem halben Jahr gemeint, dass der in Australien gespielt hat, wenn ich es vorhin richtig nachgeguckt habe. Seit einem halben Jahr gar kein Spiel mehr gemacht. Fährt aber trotzdem mit. Finde ich dann auch wieder nett. Ja. Riesenspieler. Und Will Grigg nicht zu vergessen. Ja, okay. Bisschen ausgelutscht mittlerweile, aber natürlich. Ja, fängt schon jetzt an zu nerven, muss man tatsächlich sagen. Was ich halt interessant finde an Nordirland, also jetzt jenseits aller Historie und so, ist, die spielen in einem 3-1-4-2, haben eine interessante Formation. Ihre besten Spieler spielen alle in der Premier League und spielen alle defensiv mit Johnny Evans, Stephen Davis, McNair, Cathcart. Und ich habe gelernt, dass die Sechser sehr wichtig sind bei Nordirland in meiner Recherche, wo aber vollkommen offen ist, wer da spielt. Also Baird, Norwood und McNair sind so da die Kandidaten und spielen viel mit langen Bällen. Jetzt habe ich all mein Nordirland-Wissen rausgehauen in nur einem Satz. Das war ziemlich doof. müssen wir die dann tatsächlich unter Fallobst einsortieren? Ich glaube schon. Ja, leider. Okay. Interessant, den Gruppenersten einer EM-Qualifikationsgruppe, aber ich stimme euch da sogar zu. Ich erwarte mir von denen auch nicht viel. Und damit machen wir die deutsche Gruppe C mal dicht und kommen endlich zur Gruppe D, werden all die Spanien-Fans unter euch sagen, denn jetzt reden wir über Spanien. Olé. 9 Siege, 1 Niederlage. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Nur das erste Spiel gegen die Slowakei verloren, sind Erster in ihrer Gruppe geworden. Haben nur 3 Gegentreffer gefangen, alle 3 Gegentreffer in den ersten 3 Quali-Spielen, danach kein Tor mehr gefangen. Und also ich habe so ein bisschen den Eindruck, Flo, ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, die haben den Umbruch tatsächlich irgendwie hingekriegt. Gestützt davon, dass Busquets spielt wie ein Fußballgott in der Saison und dass sie halt wirklich auch wahnsinnig talentierte Spieler haben, die sich dann zu so Stützen gesellen. Also du hast Fabregas, Piqué, Ramos, und eben noch den 50 Jahre alten Iniesta. Aber von hinten kommen wirklich
junge, talentierte Spieler nach und die haben so gute Spieler, dass Thiago da nur Auswechselspieler ist. Ja, das weiß ich nicht, ob Thiago nicht doch anfängt. Also mal schauen. Aber also ja, prinzipiell stimme ich dir zu. Eine Mannschaft, die Saul Niguez zu Hause lassen kann und nicht mal einen Gedanken verschwenden muss, ob sie jetzt Javi Martinez mitnimmt oder nicht. So eine Mannschaft ist richtig gut. Zu den Stützen der Mannschaft, also ich finde es noch extrem spannend bis zu deren ersten Turnierspiel, wie sich das im Tor abspielt. Also ob jetzt tatsächlich der Oid Casillas spielen darf oder ob Del Bosque dann doch De Gea, der in meinen Augen der klar bessere ist, spielen lässt. Mhm. Und ja, dann gibt es natürlich schon noch so ein paar, also die haben natürlich auch so ein bisschen die Mannschaft vorne, stellt sich jetzt auch nicht unbedingt von alleine auf, im Sinne dessen, dass es halt viele gute Spieler gibt. Also du hast halt Cesc, du hast Thiago, du hast Koke, du hast Pedro, du hast Silva, du hast Iniesta. Ich glaube, klar ist, dass Morata vorne spielt, der für mich einen großen Sprung nochmal auch in der Verständigung oder fußballtaktischen oder wie man das auch immer nennen mag, bei Juventus gemacht hat. Also jedem ist ja noch dem sein Tor gegen Bayern ein Begriff, aber der kann halt auch echt viel mehr und deutlich mehr halt auch als ein Diego Costa, der nicht dabei ist. Und ja, also das sind halt witzig, finde ich, dass halt nur zwei Spieler von Real Madrid dabei sind, also vom Champions League-Sieger aus dem eigenen Land, aber so ist es halt nun mal heutzutage. Und ja, also für mich persönlich ist Spanien sogar Titelfavorit Nummer 1, einfach wegen der puren Qualität, die diese Mannschaft jetzt wieder hat. Und um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, wenn De Gea statt Casillas spielt, dann ist für mich der Umbruch schon vollzogen und zwar nicht zum Schlechten. Mhm. Und Morata vorne drin, Stefan, siehst du auch als den Knipser, den Spanien braucht. Denn wenn man irgendwas kritisieren will, dann ist es, dass sie auch in der Qualifikation aus ihrer Dominanz im Mittelfeld verhältnismäßig wenig kreiert haben an Chancen und die dann auch verwertet haben. Ich glaube schon, ja, dass es der richtige Mann ist. Ich halte den, obwohl er noch relativ jung ist, für einen der besten Angreifer mittlerweile schon in Europa. Und denke auch, dass sie beim Turnier jetzt dann doch wieder anders auftreten als in der Qualifikation, die sie als Fußballnation Spanien halt einfach so im Vorbeigehen mitnehmen, was ja bei Deutschland jetzt auch zum Beispiel auch nicht anders ist. Frankreich kann man nichts sagen, die hatten ja keine Pflichtspiele. Die werden ganz anders da sein. Die haben einiges gut zu machen. Nach der WM vor 2 Jahren. Und ich würde sogar behaupten, wenn die Gruppe D mit Türkei, Kroatien und Tschechien, wenn die Gegner nicht so zumindest gehobenes Niveau hätten, dann wäre Morata für mich klarer Anwärter auf den Torschützenkönig. Also wenn die jetzt zum Beispiel so Nordirland drin hätten, wo man davon ausgehen könnte, da gewinnen die 4-5-0. Weißt du, die Torschützenkönige haben ja oft so ein, die zehren ja oft davon, was sie in der Vorrunde so veranstalten, dann wäre das für mich ein klarer Torschützenkönig-Kandidat. So wird es ein bisschen schwieriger, aber das ist trotzdem Superstürmer. Ich habe gerade noch einen vergessen, fällt mir ein, bei der Offensive, nämlich Nolito. Der hat, glaube ich, jetzt gegen Bosnien und gegen Südkorea jeweils 2 Tore gemacht für Spanien und die hat damit die ganz nette Zeile heraufbeschworen, in der Marca, glaube ich, war es, dass Spanien jetzt auch einen MSN-Sturm hat. Also wie Barcelona haben die halt mit Morata, Silva und Nolito jetzt auch ihren MSN, wenn auch ein bisschen kleiner. Ein bisschen kleiner, ja. Das heißt aber, ihr habt es beide schon gesagt, die packen wir eindeutig in Titelkandidat. Ja, für mich ganz oben. Für mich auch. Ehrlich gesagt, für mich auch. Das habe ich mir bei der Vorbereitung wieder gedacht, zu was einer Mannschaft sich Spanien entwickelt hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, hatten sie 2014 auch ein bisschen Pech. Gerade der Auftakt gegen die Niederlande mit dem 1-5. Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt über die Türkei lernen. Die sind weitergekommen in der Quali nach 5 Siegen, 3 Unentschieden und 2 Niederlagen als Dritter hinter Tschechien und Island und haben
daran werden sich wahrscheinlich alle erinnern, die Niederlande rausgenommen von der EM. Über die Niederlande, die wir sonst bestimmt auch als Titelkandidat oder zumindest Anwärter eingestuft hätten, reden wir in dem Podcast jetzt nicht mehr. Die bemerkenswerten Spiele der Türkei in der Qualifikation war dann eben auch zum Beispiel ein 3:0 gegen die Niederlande zu Hause. Das war so ein bisschen der Showdown, 3 Spieltage vor Schluss. Außerdem haben sie in Tschechien gewonnen und zu Hause gegen Island. Flo, was machen wir denn mit der Türkei? Sind ja schon so ein bisschen auch eine Turniermannschaft. Bemerkenswert war vor allem, dass sie, glaube ich, nach 5 Spielen oder nach 4 zumindest noch ohne Sieg waren. Also die waren eigentlich schon weg. Und haben dann nochmal eine Serie hingelegt in der Quali, die für mich so in den letzten Qualifikationen wirklich ihresgleichen gesucht hat, weil, also die waren wirklich nach 3 oder 4 Spielen auf einem Niveau wie Griechenland und sind dann aber dann doch noch durchgegangen. Dass jetzt gerade Griechenland da als Vergleich nehmen muss, das tut, glaube ich, einigen Leuten weh. Ja, also Griechenland ist halt am Ende auch letzter geworden in der Gruppe, das wollte ich damit nur sagen. Ja, ja. Vom Ergebnisniveau her. Und die haben halt, das ist immer eine Mannschaft, die extrem über die Emotionalität herkommt. Ja. Und Fatih Terim ist ein alter Bekannter, der ist jetzt auch kein Mädchenpensionat. Also der war jetzt nicht irgendwie, der ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er ruhig ist an der Seitenlinie und so agiert halt seine Mannschaft oftmals auch, wobei sie doch eigentlich eine gute erste Elf gefunden haben. Ich finde, dass sie auch gute Spieler haben. Mit Arda, mit Budak vorne drin, der sowohl technisch als auch kopfballstark ist. Çalhanoğlu kann gutes Standards. Aber du hast halt dann wieder Duelle mit Kroatien, mit Tschechien. Das sind halt Duelle auf Augenhöhe, beziehungsweise für mich alles so ein Niveau, wo man jetzt noch nicht vorher sagen kann, die müssen sich da klar durchsetzen oder die sind klar der Favorit in meinen Augen. Und bin aber schon überzeugt, dass die Türkei da eben ein Wörtchen mitreden kann um Platz 2 in der Gruppe. Mhm. Du hast schon die beiden entscheidenden Spieler angesprochen, Turan und Çalhanoğlu. Özyakup ist so ein bisschen der Verbindungsspieler zwischen beiden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bekommen, aber ehrlich gesagt habe ich nicht so viele Spiele der Türkei über 90 Minuten gesehen, dass man ihn fast mehr aus dem Spiel nehmen muss als zum Beispiel Turan, weil er so ein bisschen die Lösung ist, wie die Bälle nach vorne zu beiden kommen. Jetzt kann man aber auch sagen, Stefan, haben nur 14 Tore geschossen in der Qualifikation und so ein klassischer Mittelstürmer fehlt bei der Türkei eigentlich. Ja, aber dann ist es halt eine Mannschaft, die es übers Mittelfeld richtet. Also die Torgefahr übers Mittelfeld dann eben aufbauen muss. Wenn man Burak hat und dann sonst nicht mehr viele, mit offensive Mittelfeldspieler haben sie ja genug, die auch interessant sind, von denen man beim einen oder anderen jetzt nicht so genau weiß, was sie jetzt bei dem Turnier leisten können. Arda Turan wurde ja schon angesprochen, der bei Barcelona jetzt keine große Rolle gespielt hat erstmal, aus verschiedensten Gründen. Çalhanoğlu, nicht nur, natürlich kann der mehr als Standards, aber irgendwie kommt drauf an, dann wenn sie dann tatsächlich mehr über Ball bis jetzt kommen wollen, dann ist er natürlich ein guter Spieler. Das Problem hat man in Leverkusen auch schon. Wenn es schnell gehen soll und hektisch wird und der Ballbesitz oft wechselt, dann ist er halt ein Spieler, der komplett verloren gehen kann in so einem Spiel. Mhm. Das ist schwierig und Yunus Mali, ich weiß gar nicht, ob Yunus Mali dann großartig eine Option schon ist für die Startelf und der Neu-Dortmunder Emre Mor, ich hoffe, man spricht den so aus, aber denk mal schon. Auf den können wir uns, glaube ich, freuen und hoffen. Vor allen Dingen, dass er dann auch ein paar Mal spielen darf. Bei denen, glaube ich, können die wenigsten von sich behaupten, dass sie wissen, wie gut der ist, beziehungsweise was der kann. Zumal er ja jetzt noch bei Nordsjælland gespielt hat, in der Liga, die bei uns ja komplett unter ferner Liefen läuft. Mhm. Das kann man, glaube ich, tatsächlich alles so stehen lassen. Interessant auch,
wie es die Türkei mal wieder geschafft hat, neben den Sportlichen auch andere Schlagzeilen zu schreiben. Also man muss sich vor Augen führen, wer alles auch nicht mit dabei ist. Demirel, weil er von türkischen Fans beschimpft wurde, die seine Vereinszugehörigkeit nicht ganz so gut fanden und dann erbost den Platz verlassen hat nach dem Aufwärmen, nie wieder nominiert. Er kann sich ein Zimmer nehmen mit Kevin Kurani, glaube ich. Und dann haben wir noch Toprak und Töre mit der Pistolenaffäre, über die ja Çalhanoğlu so schön offenherzig im aktuellen Sportstudio geredet hat. Toprak nicht nominiert. Töre dann aus dem vorläufigen Kader rausgestrichen. Eigentlich interessant auch, dass man einen Toprak zum Beispiel daheim lassen kann, Flo. Ja, aber das ist halt so, das ist halt Terim-Style. Also der schart halt so dann so seine Jungs um sich und kann dann es auch wirklich schaffen, so eine eingeschworene Gemeinschaft oder eine verschworene Gemeinschaft irgendwie zu bilden. Und entweder man ist für ihn oder gegen ihn. Und das ist halt so, glaube ich, so ein Typ, der halt gern so ein bisschen schwarz-weiß malt. Und wenn die Jungs, die da jetzt mitspielen, alle nur das Weiß sehen, dann kann es gut werden. Also, ja. Das heißt, wo sortieren wir die Türkei ein? Ich bin dabei bei Hang zur Überraschung. Wenn sie es schaffen, Zweiter zu werden in der Gruppe. Stefan, was meinst du? Ich glaube eher Durchschnitt. Ich glaube nicht, dass sie Zweiter werden in der Gruppe. Ja, jetzt bin ich das Zünglein an der Waage. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Türkei eher eine Überraschung wird, weil einfach es gibt wenige Mannschaften, von denen ich wirklich ernsthaft behaupte, die sind immer eine Turniermannschaft, aber die Türkei gehört wirklich dazu. Wenn sie es zum Turnier schaffen, dann brennt aber auch immer die Hütte. Also, sortieren wir sie bei Überraschungen ein. Vielleicht hängt auch ganz viel vom Abschneiden der Türkei tatsächlich schon vom ersten Spiel ab. Sie treten an am Sonntag um 15 Uhr gegen Kroatien. Und Kroatien ist die nächste Mannschaft, über die ich gerne mit euch reden wollen würde. In ihrer Gruppe sind sie Zweiter hinter Italien und vor Norwegen geworden. 6 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage nur und die tatsächlich nicht gegen Italien. Gegen Italien haben sie 2x1:1 gespielt und sind deswegen nur durch die Niederlage gegen Norwegen Zweiter geworden. Und wenn ich mir da mal so angucke, was im Mittelfeld rumläuft, Stefan, muss ich sagen, da ist schon so manches mit dabei, was man gut finden kann als Fußballfan. Absolut. Ich muss auch dazu sagen, dass ich ein bisschen befangen bin, was Kroatien und Ballsportarten allgemein anbelangt. Ich finde, dass dieses Land, wenn es um Ballsport geht, Unglaubliches leisten kann. So ein kleines Land in fast allen Ballsport- oder Rückschlagspielen immer mal wieder Weltklasse. Und wie du schon sagst, die Namen, die sprechen, glaube ich, für sich. Und wenn es dem Ante Sajic oder Kajic gelingt, daraus eine funktionierende Truppe zu basteln, was ja offenbar so ist, dann glaube ich, dass das ist für mich eine Überraschung. Das kann für mich eine Überraschungsmannschaft werden oder sein. Die bringen auf jeden Fall echt vieles mit, was man braucht in einem Turnier. Nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch eine gewisse Härte, also Wettkampfhärte jetzt in dem Sinn. Die sind abgezockt. Und ich glaube, also ich glaube auch, dass die ein bisschen, wenn die ins Laufen kommen, dass es echt eine gefährliche Mannschaft sein kann. Und zwar für alle Mannschaften. Also da glaube ich jetzt auch nicht, dass man sagen kann, ja, da treffen die jetzt dann im Achtelfinale auf irgendjemand, der auf ihrer Augenhöhe ist. Ich sage, wenn die selbst im Viertelfinale einen Topfavoriten vor die Flinte kriegen und erwischen einen guten Tag, dann sind die brutal gefährlich. Also, wir haben jetzt schon über das Mittelfeld gesprochen, jetzt müssen wir kurz auch die Namen nennen für alle, die es nicht vor Augen haben. Modric, Rakitic, Perisic und Pjanic. Und dann noch vorne Mandzukic vorne drin. Kovacic nicht vergessen. Und Kovacic, so ein bisschen aber die Unbekannte, finde ich, weil, ja, weil er bei Real weil er nicht so wirklich zum Zug gekommen. Genau, weil er hinten runterfällt, aber selbst Milan Badej, ein super Achter, der ist jetzt aus unserem Fokus verschwunden, aber der hat dann beim HSV, finde ich, immer auf der falschen Position gespielt. Das sind alles Bombenfußballer, die einfach echt viel von dem mitbringen, was in so einem Turnier gefordert ist. Und deswegen halte ich die Mannschaft echt für, wie schon gesagt, für sehr gefährlich. Jetzt Brozovic noch, das ist halt auch nochmal einer von den Jungen,
Und ich sehe halt ehrlich gesagt, außer Modric und Rakitic, halt echt keinen auf wirklich, wirklich Weltklasse-Niveau. Und du hast halt eine sehr junge Mannschaft. Du hast halt mit Kovacic, Brozovic, Pjaka, Piata, Ante Čović ist noch im Kader, Borg, der Jedwai von Leverkusen. Das sind schon sehr junge Spieler und das ist vielleicht noch zwei Jahre zu früh für diese Generation oder für die Mannschaft. Sonst hast du halt vorne noch die aus der Bundesliga bekannten Perisic und Mandzukic rumlaufen. Die können natürlich an einem guten Tag mal eine Mannschaft, auch eine gute Mannschaft schlagen oder auch mal herspielen. Aber ja, also wenn wir jetzt wieder aufs Große und Ganze gehen, ich sehe die halt im Zweikampf mit der Türkei um Platz 2. Mhm. Und Achtelfinale ist eh immer so eine Kiste. Aber ich sehe sie nicht so, dass sie einen Großen schlagen können. Also wenn sie gegen Frankreich spielen oder so, dann sehe ich da, würde ich eher immer für Frankreich tippen. Okay. Und ihr habt schon kurz angesprochen, Ante Čović, interessante Person, hat von Niko Kovac ja in der laufenden Quali übernommen. Vergisst man manchmal. Gilt als umstritten, weil er eigentlich noch nie mit einer Vereinsmannschaft oder mit irgendeiner Mannschaft was so wirklich gerissen hat. Und hat sich insofern auch angreifbar gemacht, weil er Dejan Lovren von Liverpool keine Stammplatzgarantie geben wollte und ihn deshalb aus der Mannschaft gestrichen hat. Das ist natürlich genau das, was man ihm vorhalten wird, wenn es nicht so läuft. Bei Lovren, den hätten sie noch gebrauchen können. Ja, dann bist du nämlich in der Innenverteidigung bei so Schildenfeld, Cialuca. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt das oberste Regal ist. Das ist Okay, ich schließe ja, aus... Ja. Du sagst, letzter Einwurf dazu, du sagst, er macht sich damit angreifbar. Ich sag, er reagiert nur konsequent. Kann ich mir als Trainer nicht bieten lassen. Punkt aus. Ja, genau. Also es ist ein Signal nach innen, ne? Also, aber es ist natürlich das, was man sagen wird, wenn es nicht läuft. Wo packen wir die dann hin? Durchschnitt? Durchschnitt bis Überraschung. Überraschung. Okay, dann packen wir sie in Überraschung. Ein Satz noch, Darius Rimmer, geiler Typ. Ja, mega. 34. Wäre der nicht einer für die Bayern, wenn Philipp Lahm aufhört? Ja. Aber der macht den Eindruck, dass der kann glaube ich, auch bis 40 noch spielen. Ich weiß nicht, die Kälte in der Ukraine konserviert. Ja. Super Typ. Meist unterschätzter Rechtsverteidiger für mich irgendwie so über die letzten 10 Jahre. Gute These, aber da könnte man jetzt lang drüber diskutieren. Lass mal noch über die letzte Mannschaft sprechen aus der Gruppe. Das ist wirklich eine interessante Gruppe. Ich glaube, da wird es auch eine schöne Dynamik geben vom ersten Spieltag an, fangend mit den Ergebnissen dort. Denn das vierte Team ist dann Tschechien, die in der Qualifikation Erster vor Island und der schon genannten Türkei geworden sind. Das heißt, da treffen sich auch zwei Mannschaften aus der Qualifikation wieder, haben zweimal gegen die Niederlande gewonnen. Gut, wer hat das nicht in dieser Qualifikation? Der Spieler, den man am besten aus der Bundesliga kennt, der aber auch gleichzeitig seine beste Saison gespielt hat, ist Darida. Und dann haben wir noch den Altmeister Flo auf der 10. Wen meinst du? Boriski. Ja, also... Ich kann nicht so viel von den Tschechen, kann ich nicht so viel abgewinnen. Also bei Altmeister war ich jetzt kurz bei Petr Čech, der natürlich da immer noch im Tor seine Knochen hinhält und glaube ich auch so der Leader in der Mannschaft ist und auch mal an einem guten Tag so ein Spiel gewinnen kann, aber auch mal an einem schlechten Tag wie bei der letzten EM gegen die Türkei so ein Spiel verlieren kann. Und ansonsten ist es eine sehr junge Mannschaft, glaube ich, oder zumindest eine sehr ausgeglichene Mannschaft und ich finde die no-namigste Tschechentruppe seit langem. Mhm. Und da sind dann noch so Leute wie Plagil dabei, die man kennt, aber es sind halt eben nicht mehr die Jan Kollers und Milan Baroš und so, die man so kannte. Aus der Bundesliga kennt man vielleicht noch Kader Rabek rechts hinten. Michael Katlic ist, glaube ich, noch im Kader, den man auch noch aus der Bundesliga-Zeit kennt, aber ansonsten also ist da für mich schon allein von den Namen her sehr viel Durchschnitt unterwegs und da würde ich die dann auch einordnen. Und zu Rosický, also
puh, ganz im Ernst. Also, der ist gefühlt, hat er bei Arsenal irgendwie 10 Spiele gemacht in den letzten 4 Jahren, weil er immer verletzt war. Ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass der da mitspielt und durchspielt und so. Also, fehlt mir ein bisschen die Fantasie für. Brauchst du ja auch nicht. Wir werden es ja sehen. ab Montag dann. Stefan, schließt du dich der Einschätzung von Flo an, Durchschnitt? Ja, auf jeden Fall. Also dann ist die Abwehr genügt nicht den Ansprüchen, die man braucht, um in die K.O.-Runde einzuziehen. Hubnik ist, glaube ich, noch ein Begriff. Dann haben wir Theo Gebrselassie, das ist alles okay. Aber halt, es reicht halt nicht. Also ich sehe Tschechien auch als schwächste Mannschaft in der Gruppe. Und ich glaube auch nicht, dass sie auch über Platz 3 dann noch irgendwie ins Achtelfinale rutschen. Ich glaube, die werden tatsächlich Letzter. Mhm. Hey, Fallobst. Fallobst. Irgendwie schon ja. Fast, oder? Hört sich alles so an, ja. Vor allem tatsächlich muss ich noch kurz Flo korrigieren. Sie sind tatsächlich eine der ältesten Mannschaften der EM und das liegt nicht nur an Rosicki. Ein Durchschnittsalter von 29 Jahren, die könnten sogar in der Runde hier noch, noch mitsprechen. Und das ist kein Kompliment für irgendeine Mannschaft, die bei der EM antritt. Und ihr habt es angesprochen, die Abwehr ist das große Problem. 14 EM-Tore kassiert und das sind die meisten aller teilnehmenden Mannschaft an dieser EM. Sobald das Tempo hoch ist, machen sie viele Fehlpässe und in der zweiten Halbzeit brechen sie ganz oft ein. Das konnte man in der Quali immer ganz gut sehen. Weil sie ja so alt sind. Weil sie so alt sind, eben. Es ist alles, es ist einfach Ursache-Wirkung. So einfach ist der Fußball. Warum reden wir eigentlich so lange darüber, wenn es doch eigentlich so einfach ist? Gut, zwei Gruppen haben wir noch. Gucken wir in die Gruppe E und wir beginnen mit Italien. Sehr souveräne Qualifikation, keine einzige Niederlage, 16-7 Tore, aber auch sehr minimalistisch. Man könnte sagen, typisch italienisch. Als Beispiel nenne ich einfach mal beide Spiele gegen Malta, die beide nur mit 1-0 gewonnen gehen konnten. Und dann würde ich sagen, Flo, das Wichtigere eigentlich noch, Quali ist da nicht so bedeutend, aber das Wichtigere sind zwei Verletzungen. Marchisio Kreuzbandriss, Verratti mit einer Leistenoperation, die fehlen aber mal richtig. Ja, absolut. Also Italiens Fußball ist jetzt, wie war das vorher mit der Breite, die in die Spitze durchdrückt? Das sehe ich halt bei Italien absolut überhaupt nicht. Conte macht da schon sehr viel mit der Mannschaft und die sind auch nicht so schlecht, wie es das jetzt das 1-4 gegen Deutschland vielleicht gewirkt haben mag oder wie es dabei gewirkt haben mag. Aber also sie spielen auch taktisch sehr interessant und sind, glaube ich, auch gut eingestellt, aber von den Namen her ist das tatsächlich die schlechteste italienische Nationalmannschaft seitdem ich also jetzt so die letzten 30 Jahre irgendwie Fußball verfolge. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. 96 waren sie vielleicht auch nicht ganz so gut aufgestellt, aber also es ist schon sehr mau, wenn man da guckt, also wenn man überlegt. Ich habe das neulich mal bei der Kadernominierung einfach auch runtergebrochen auf. Früher hieß die Nummer 10 Baggio oder Del Piero und jetzt ist es halt Motta. Mhm. Und also ich will dem Motta nicht zu nahe treten, aber das ist halt nicht keine Nummer 10. Das ist keine italienische Spielfreude. Das ist nicht. Und das halt gerade in der Zentrale mit Marchisio und vor allem mit Verratti, der halt wirklich, von dem ich sehr viel halte, der wirklich toller Fußballspieler ist und da geht ihm schon sehr, sehr viel ab. Andererseits hat er wohl dann auch konsequent dann gleich mit noch irgendwie auf Montolivo verzichtet, weil er den nicht so gut fand oder nicht passend fand für seine taktischen Überlegungen. Und es ist so in der, ich sag jetzt mal, bürgerlichen gehobenen Mittelfeld sind da ein paar ganz gute Namen dabei im Kader, so Florenzi, Candreva, Damian bei Man United, die haben schon so ein paar gute Spieler vorne, Pelle, El Sharabi, hinten halt das Juve-Bollwerk mit Chiellini, Bonucci, Basali, Buffon. Also da geht schon was, aber es ist halt nicht mehr das Italien von 2012 und schon gar nicht mehr das von früherer Tage.
Ja, und doch zumindest in der Gruppenphase kann man sagen, Stefan, das angesprochene Bollwerk eben hinten drin mit der großen Juve-Fraktion und der generelle Spielstil der Italiener. Für die Gruppenphase sollte es ja locker reichen und es ist halt wirklich nicht einfach, gegen die eine Bude zu machen. Ja, locker reichen. Ich halte die Gruppe schon für anspruchsvoll. Erstens, wobei eine Sache gebe ich zu bedenken bei Italien oder zwei, Flo hat es vorhin schon angesprochen, nicht von dem 4-1 gegen Deutschland blenden lassen. Da hatten die null Bock und weniger Stammspieler mit dabei als Journalisten und da waren nur 8 mit dabei. Also das muss man ganz, ganz schnell vergessen, das Spiel, wenn man sich über Italien einen Eindruck machen mag. Und vor allen Dingen, was ich viel bedrohlicher sozusagen finde, aus Konkurrenzsicht. Italien ist so gefühlt für mich immer dann am stärksten, wenn die mit dem Rücken zur Wand stehen oder wenn alle sagen, ja, was ist denn das jetzt für ein Trümmerhaufen? Also das sind keine Favoriten und schon gar keine Top-Favoriten, die spielen halt so mit und dann irgendwann scheiden sie aus. Das hat man jetzt schon ein paar Mal und die waren irgendwie immer am stärksten, wenn keiner irgendwas auf die gegeben hat. Und das muss man, ich glaube, daraus ziehen, können die unheimlich viel Kraft machen und eine Eigendynamik entwickeln. Deswegen ist für mich Italien immer auf dem Zettel zu haben. Also das darf man auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Und wie findest du die Besetzung im Sturm? Flo hat vorhin schon kurz die Namen genannt, Pelé, Sazar und natürlich Immobile. Hätte ich ja jetzt gesagt, klar, du hast Insigne und El-Sharawi, die können ein bisschen Dampf machen, aber da fehlt mir ein bisschen der vorne drin, wo ich sage, der Inzaghi fehlt mir da. Ja gut, also wenn es nur ums Wegknipsen geht, dann ist Immobile ja jetzt ja nicht der Schlechteste. Also wenn man sich auf das berufen mag, dann finde ich, ja, klar können sie da besser aufgestellt sein. Aber ich weiß nicht, ob das große Problem der Italiener ist. Das glaube ich jetzt eher nicht. Mhm. Das heißt, wo sortieren also wir die dann ein? Ich würde die zwischen, das ist für mich fast ein Geheimfavorit. Wenn man jetzt davon ausgehen mag, wenn man jetzt so landläufig fragt, was sind denn deine Favoriten, dass die dann fast nie genannt werden, dann aufgrund dessen würde ich sagen, das ist für mich eine Mannschaft, die man auf jeden Fall auf dem Zettel haben muss, selbst fürs Äußerste. Für mich fehlt es da einfach an offensiver Qualität. Ich habe es gerade auch nochmal geschaut. Also die Spieler mit den meisten Saisontoren sind Eder und Pelle. Die haben jeweils 14 Tore geschossen in allen Wettbewerben. Also in allen Pflichtspielen in der Saison. Und das ist halt irgendwie, ja, weiß nicht. Also ich sehe da jetzt auch keinen, der wie Balotelli dann plötzlich da auftaucht und alles kaputt schießt. Und also ich teile da Stefans Ansicht nicht und würde sie eher sogar, auch wenn sie die Gruppe überleben sollten, auch aufgrund der besten dritten Regel, ich sehe sie dann eher beim Durchschnitt. Okay. Ich schließe mich da ehrlich gesagt Stefan an. Die Italiener machen mir immer ein bisschen Angst, gerade wenn sie schlecht geredet werden. Ich glaube auch, dass denen das, glaube ich, das 1:4 sogar auf eine Art und Weise gut getan hat. Ich will jetzt nicht komplett die Parallelen ziehen zum 1:4 in Florenz damals unter Klinsmann vor der WM 2006, aber ein bisschen vergleichbar ist es vielleicht schon von der Dynamik, die man da jetzt hat. Frage ist natürlich, was jetzt passiert. Der Nachfolger von Conte ist jetzt bekannt gegeben, Giampiero Ventura, ein schöner Name allein. Ich würde auch sagen, Überraschungskandidat. Wer kennt ihn nicht? Davon ausgehen. Ja, das ist doch der Vater von Ace Ventura. Genau der. Genau. King Ventura. Überraschungskandidat habe ich sie jetzt eingetragen. Davon ausgehen, dass sie, glaube ich, nicht bei so vielen Leuten auf dem Zettel sind. Und deswegen brauchen sie ja weniger, um eine Überraschung darzustellen. Und jetzt bin ich gespannt, was wir dann am Ende mit Belgien machen werden, über die ich gerne als nächstes reden würde. In ihrer Gruppe Erste geworden vor Wales und Bosnien. Nur eine Niederlage, 24:5 Tore.
Und man las in allen Vorberichten zu dieser EM, dass aus dem Geheimfavoriten der WM 2014 jetzt der Favorit für die EM 2016 geworden wäre. Stefan, inwieweit gehst du da mit? Also eigentlich muss man ja mitgehen, weil die Mannschaft einfach so total gut aufgestellt ist. Also nicht nur die ersten Elf, sondern auch darüber hinaus. Also das sind tatsächlich so viele gute Spieler mit dabei. Aber ich glaube tatsächlich, dass Belgien diesen sehr großen Erwartungen nicht gerecht werden kann. Also das heißt jetzt, dass sie natürlich nicht in der Gruppenphase ausscheiden werden, aber ich glaube nicht, dass die bis ins Halbfinale oder ins Finale kommen. Ich kann das jetzt nicht begründen. Ich habe das Gefühl, dass die damit nicht klarkommen und dass diese Blase, die jetzt da quasi auch ein bisschen künstlich konstruiert wurde, dass die platzen könnte. Ich fände es schade, weil das ist echt eine Truppe, die tollen Offensivfußball spielen kann, bei der fünf, sechs Spieler in der Mannschaft sind, von denen du nie weißt, was sie gleich als nächstes machen, die also nicht immer nur sozusagen Schema-F-Fußball spielen, sondern die einfach so viel Kreativität mitbringen, dass sie jederzeit was Überraschendes machen können. Aber ich bin da nicht so ganz, ich gehe da nicht mit der Mehrheit mit, dass die dieses Jahr Vollgas durchstarten. Flo, was ist so deine Einschätzung? Bei Belgien muss es halt vorne knallen, weil die haben halt vorne einfach ein unfassbares, die haben für mich die beste Offensive, auch in der Tiefe, in der Breite, die jetzt in die Spitze drückt, im Kader, im 23er Kader. Wir etablieren das noch, wenn wir das jetzt noch ein paar Mal verwenden. Ja, sehr gut. Also ich meine, Eden Hazard tatsächlich eine absolute Kacksaison hinter sich, aber ich glaube, der hat sich jetzt einigermaßen gefangen zur EM hin. De Bruyne, brauchen wir nicht drüber reden, ist, wenn er durchspielen kann, der beste Spieler der Premier League. Lukaku ist ein Monsterstürmer. Du hast Benteke noch in der Hinterhand, du hast Witzel, du hast Carrasco, der jetzt auch dem einen oder anderen samt seiner Miss Belgien ein Begriff ist. Und du hast dann noch so Typen wie Dembele und Dries Mertens. Und wenn das noch nicht reicht, hast du noch Divock Origi, der ja bei Jürgen Klopp auch eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt hat bei Liverpool. Also vorne muss es knallen, aber ich habe so das Gefühl, dass sie zuletzt immer mal wieder mit angezogener Handbremse gespielt haben oder dass der Wilmots sie in irgendeinem System presst, das nicht so ganz passt. Dann hast du immer irgendwie ja so das Gefühl, dass die Zuspiele dann von hinten nicht so richtig passen. Und was halt ganz wichtig ist, ist für mich die Innenverteidigung. Da haben sie halt einfach keine zwei Weltklasse-Spieler. Und da ist halt der Kompany verletzt und der Lombards verletzt und dann spielt halt da ja halt auch. Also wenn du jetzt die ganze Abwehr nimmst, so mit Vertonghen und Alderweireld, das ist alles okay, aber das ist halt, wie Stefan vorhin gesagt hatte, für mich eher so Europa-League-Niveau und halt nicht Top-Draw. Mhm. Ja. Wenn die mit Begeisterung spielen, wenn die nach vorne spielen, wenn die Gegner quasi einfach nicht zur Entfaltung kommen lassen, wenn sie einfach ganz anders spielen, als sie bei der WM gegen Argentinien gespielt haben, als sie da ausgeschieden sind, weil das war biederer Scheiß auf gut Deutsch, ja, da haben sie einfach nicht an sich geglaubt und an ihre Fähigkeiten geglaubt, sonst hätten die Argentinien mehr schlagen können. Und so ein bisschen so, ja, so diese Hipster-Attitüde, dass Belgien halt jetzt so das riesen Geheimfavoriten-Dark-Horse-Ding ist, das ist halt irgendwie so ein bisschen weg. Und ich sehe halt momentan nicht, dass das halt wirklich alles so richtig Bang-Bang macht da vorne. Also insofern bin ich da ein bisschen beim Stefan. Auch wenn man sie als für Viertelfinale uneingeschränkt ja auf dem Zettel haben muss, aber vielleicht dann Halbfinale dann halt nicht mehr. Mhm. Ein kurzer Einschub noch vielleicht. Wenn wir vorhin schon ein paar Mal das erste Spiel jetzt angesprochen hatten, was ich bisher immer für zwar wichtig, aber nicht lebensnotwendig erachtet habe. In dem Fall glaube ich tatsächlich, dass das erste Spiel von Belgien absolut richtungsweisend ist für diese Mannschaft, wenn sie gegen Italien spielen. Mhm. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Italiener, so schlecht sie jetzt auch sein mögen oder auch nicht, dass die denen nochmal zeigen, wo es lang geht beim großen Turnier. Also ich glaube tatsächlich, dass vom ersten Spiel hängt für Belgien total viel ab.
Das ist halt tatsächlich, da gebe ich dir recht, weil Italien wird halt mit einer richtigen, richtigen Arschloch-Einstellung, also im positiven Sinne, da reingehen und halt einfach sagen, wer seid ihr? Belgien, kommt erstmal her. Wir sind Italien und wir machen euch jetzt einfach mal 90 Minuten das Spiel zur Hölle. So, und dann wird gezupft und auf den Füßen gestanden und dann gibt es hier mal einen kleinen Ellenbogen und da mal ein kleines Knie in die Kniekehlen und das wird richtig lecker. Darauf muss Belgien halt eingestellt sein, ja. Ja, und das Problem ist, man redet immer so davon, als würde Belgien mit seinem hochtalentierten Offensivpersonal ein Feuerwerk, ein spielerisches abbrennen, aber das hat man gar nicht so oft gesehen. Die spielen eigentlich sehr kontrolliert, in beide Richtungen zwar, also deswegen sind sie auch defensiv sehr stabil, aber da kommt jetzt halt wirklich dieses Verletzungspech mit rein. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Kompanie verletzt, Lombards verletzt, Vermaelen war im letzten Test auch nicht mit dabei. Ich glaube gelesen zu haben, dass es überhaupt nicht sicher ist, wann der überhaupt eingreifen kann. Boyata ebenfalls angeschlagen. Und dann sind wir eben bei den von dir angesprochenen Vertonghen und Alderweireld. Ja, schwierig. Das heißt, packen wir die in Durchschnitt? Nee. Aber also, sie sind halt kein Überraschungskandidat mehr, sondern halt einfach solide Top 8. So. Das hilft mir jetzt nicht. Darf ich nochmal nach über 2 Stunden Aufnahme daran erinnern, dass wir die Kategorien haben: Titelkandidat, Überraschungskandidat, Durchschnitt und Fallobst. Dann sind sie halt, dann tun wir so, als wäre 2014 nicht da gewesen. Und machen Überraschung. Dann auch Überraschungskandidat. Eins wollte ich noch sagen, ich finde, die Belgier haben die schönsten Trikots. Sowohl das Trikot 1 als auch das Trikot 2. Halb auswärts gibt es ja nicht bei der EM. Ja, ich wollte dem Stefan da jetzt nochmal die Möglichkeit geben, reinzugrätschen, aber. Ja, nachdem ich vorhin so skeptisch war, dann sage ich jetzt, mache ich jetzt eine 4,5 die Kategorie auf und sage, das wird die Enttäuschung der EM. Ja. Okay, gut, das muss ich dann nochmal kurz notieren. Eigentlich dachte ich ja, du willst zu den Trikots was sagen, aber hey. Nee, will ich nicht. Gut, finde ich eigentlich auch gar nicht so schlimm. Dann lasst uns noch über Schweden und Irland reden, die diese durchaus interessante Gruppe komplettieren. Die Schweden oder Zlatanland, wie auch immer ihr es nennen wollt, Dritter hinter Österreich und Russland geworden in der Qualifikation und dann hat Zlatan Ibrahimovic quasi im Alleingang die Playoffs gewonnen. Beim 2:1 und dem 2:2 gegen Dänemark hat er 3 von 4 Toren geschossen und sich krass reingehängt. Und damit hat man auch wenn es sehr langweilig ist, Stefan, aber mit Ibrahimovic hat man schon halt den Dreh- und Angelpunkt von Schweden genannt und wenn der es schafft, seine sehr gute Form auch auf die EM zu übertragen, dann geht da was. Und wenn man den aber irgendwie aus dem Spiel nehmen kann, dann ist dahinter auch ein sehr großer Leistungsabfall. Ja, der Ball muss halt erstmal zu ihm kommen. Also der muss erstmal kontrolliert bis 30 Meter vors Tor kommen, dass er dann irgendwas losstarten kann. Und da fangen, glaube ich, die Probleme schon, da geht es dann schon los mit dem Problem. Also Schweden ist eine durchschnittliche, um das gleich mal vorwegzunehmen, Mannschaft mit einem, der halt total herausragt, der wahrscheinlich auch sein letztes großes Turnier auf Verbandsebene spielen wird. Da natürlich auch jetzt nochmal allen zeigen wird, will, was er kann, obwohl es ja jeder eh schon weiß. Aber erwarten muss man, glaube ich, von dieser Mannschaft nichts Großartiges mit Spielern, die einfach zu viele Spieler dabei, die schon auf über ihrem Zenit sind. Also Markus Berg, okay, hat halt in Deutschland nicht gepackt, hat hier einen schlechten Ruf sozusagen durch seine HSV-Zeit. Aber so ein Kim Källström, der war halt vor 6-7 Jahren, war der halt super heiß. Und jetzt kickt er, glaube ich, in der Schweiz oder sowas. Also, aber ist trotzdem immer noch ein wichtiger Spieler für diese Mannschaft. Und die anderen sind halt auch so eher okayes Niveau, aber nichts, was anderen jetzt Angst einjagen sollte. Ja, wir haben Forsberg noch vorne drin, links außen. Ja, Emil Forsberg finde ich, das ist ein super, der gefällt mir sehr gut. Also der ist, der bringt echt viel mit. So klein, wuselig, ein toller Dribbler. Auf den freue ich mich.
den spielen zu sehen beim großen Turnier und nicht jetzt gegen bei einem Respekt Greuther Fürth oder sowas. Das wird, das ist gut, das ist ein guter Spieler, der ist, den finde ich okay. Dafür aber alle anderen, ich weiß nicht, Schweden kickt mich da jetzt außer den Fans dann wahrscheinlich nicht so viel. Flo, kickt dich noch irgendwas von Schweden? Vielleicht Erik Hammeren, der jetzt nach der EM nach gefühlten 80 Jahren als Nationaltrainer mal zurücktritt. Nee, der kickt mich ehrlich gesagt nicht so. Ich finde halt Forsberg, Ekdal, das ist ganz nett, wenn die im Mittelfeld spielen. Lustig und Olsson sind so solide Außenverteidiger, also so solides EM-Vorrundenniveau. Bisschen schwierig ist jetzt, glaube ich, für die gerade, dass sich der Torwart verletzt hat im letzten Spiel. Der Isaksson, der hat irgendwie Rückenprobleme, da ist nicht ganz klar, ob er, wie es da aussieht, ob er das schafft, bis Montag zu spielen. Und ansonsten, also, seid mir nicht böse, aber das ist auch so ein gutes, wenn man so guckt, wo die alle spielen, das ist so ein guter Querschnitt durch Zwischenrunde Europa League und also, oder halt, wenn sie in England spielen, dann spielen sie halt dann eher bei Norwich und nicht halt bei Arsenal oder bei Chelsea oder Man United. Und, es wird eine schöne Abschiedstournee für Zlatan, aber für mich sind die fast hier Dings. Fallobst. Unterste Kategorie. Fallobst, ja. Der Gruppe. Das heißt, mit fast schreiben wir sie aber noch bei Durchschnitt rein. Ja. Gut, und da hat sich ja Stefan auch schon festgelegt. Ist hiermit getan. Wisst ihr, wer Nachfolger von Erik Hammeren wird? Ich bin ja großer Fan von ihm, einfach weil ich sammle die Chuti-Bildli, das ist die viel, viel bessere Alternative zu Panini. Und obwohl die Vereine, die Mannschaften jedes Mal von einzelnen Künstlern gestaltet werden und deswegen komplett anders gezeichnet sind, sieht Erik Hammeren in allen Alben, die ich habe, exakt identisch aus. Wisst ihr, wer der Nachfolger wird? Sven Göran Eriksson. Nein, Janne Andersson. Und das finde ich deswegen so gut, weil der könnte echt eine Figur bei Astrid Lindgren sein, finde ich. Das ist so ein Klischeename, so als hätten wir einen Markus Meier als Bundestrainer. Disqualifiziere ich mich, wenn ich sage, ich habe noch nie in meinem Leben von Janne Andersson gehört? Naja, könnte natürlich im Umkehrschluss bedeuten, dass du mir gerade nicht zugehört hast. Nee, nee, tust du nicht, glaube ich. Also, ich kann da jetzt auch nicht mit viel Wissen glänzen. Und Stefan hält sich gleich ganz zurück. Ich auch nicht. Ja, nee, dann lassen wir das auch ganz schnell. So, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir das optische Highlight mit den wunderbaren Trikots von Belgien sehen werden. Und da wage ich jetzt die These, mit Irland bekommen wir das akustische Highlight. Denn egal, wie es läuft und wenn man ehrlich ist, eigentlich besonders, wenn es schlecht läuft, wird man wunderschöne Gesänge von den Rängen hören. Irland hat sich mal wieder qualifiziert für eine Europameisterschaft. Es fahren beide Teams von der irischen Insel nach Frankreich. In der Qualifikation Dritter geworden hinter namenlosen Mannschaften namens Deutschland und Polen. Und ja unter anderem gegen Deutschland ungeschlagen geblieben. 1:1 und 1:0 dann im Rückspiel haben in den Playoffs Bosnien aus den Playoffs genommen und mit einem 2:0 im Rückspiel zu Hause die Qualifikation geschafft. Ältester Kader der EM, 29,8 Jahre, Shane Long, Robbie Keane. Flo, was muss ich noch zu Irland wissen? Ja, dass sie eigentlich so wie immer spielen, aber vielleicht ein bisschen mehr Qualität haben mittlerweile. Also dann doch halt im britischen Fußball oder sagen wir mal im Premier League und Championship Fußball gut verankert sind mit ihren Spielern, mit ihren Leistungsträgern. Und das schlägt sich halt dann auch auf die Qualität der Mannschaft durch. Aber es ist halt für mich nach wie vor eine Mannschaft, die halt vor allem über die Kampfbereitschaft und über den Einsatz kommt. Die natürlich mit Martin O'Neill einen sehr guten Trainer haben. Also kannte man ja von Aston Villa und eigentlich als designierter Nachfolger von Fergie bei Man United mal. Hat aber dann einen anderen Weg eingeschlagen. Und ja, also ich sehe sie als besser als Schweden, aber es ist kein Team, das jetzt groß Bäume ausreißen wird. Also wahrscheinlich werden sie am Ende besser abschneiden als jetzt Nordirland und Wales und damit zumindest mal in der internen England, Irland, britische Inseln
Meisterschaft vielleicht einen guten zweiten Platz hinter England machen. Aber für mich trotzdem nur Durchschnitt. Dass ihr alle Wales so schlecht seht, ich weiß es ja nicht. Ich finde es auf jeden Fall schön, Stefan, dass mit Irland die gute alte Manndeckung wieder zurückkehrt. Das hat man ja auch schon in allen Quali-Spielen sehen können. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich mag das. Das erinnert mich an meine eigene Zeit auf dem Fußballplatz. Ja, taktisch jetzt nicht die oberste Schublade, aber muss auch nicht sein. Nö, also jeder spielt halt das, was der Kader hergibt und was er am besten kann. Und wenn das für den Trainer dann am erfolgversprechendsten ist, wieso soll er dann jetzt auf einmal was anders machen? Also ist ja absolut legitim. Am Schluss zählt es halt darum, was unten rauskommt. Und vor 12 Jahren, ja, 12 Jahren, wurde eine Mannschaft auf die Art halt auch Europameister. Wird jetzt wahrscheinlich diesmal nicht mehr funktionieren. Hast du Irland gerade in die... Nein, habe ich nicht. Ach, ich habe gerade eben gesagt, wird es diesmal wahrscheinlich eher nicht funktionieren. Aber es hat ja schon mal funktioniert. Ja, ja. Ach, irgendwie, es hätte schon was. Aber ich fürchte ja, wir müssen Irland unter Fallobst einsortieren. Ich bin auch eher bei Fallobst, ja. Ich glaube auch, ja. Habe ich nicht neulich irgendwo gelesen, 1:5.000 oder 50.000 fürs Finale Irland gegen Island bei irgendeinem Buchmacher? Oder habe ich mich da verlesen? Irland gegen Nordirland wäre auch schön. Ja. Hätte was. Sehr interessant wird werden, ob sich Randolph gegen Shay Given durchsetzt oder ob Shay Given einer der ältesten Spieler wird, der jemals bei einer Europameisterschaft gespielt hat. Da gibt es einen interessanten Dreikampf zwischen Gabor Kiraj, über den sprechen wir gleich noch, Shay Given und Gianluigi Buffon. Das sind die ältesten Spieler der EM, wobei Shay Given und Kiraj tatsächlich schon 40 sind. Was dann sogar Shay Given hat ja noch mit Didi Hamann gespielt, oder? Ja, genau. Dann weißt du, wie alt er ist. Alt. Okay, wir haken ab. Irland, Fallobst, aber trotzdem schön. Ich bin gespannt, mit welchen Fahnen sie diesmal anreisen. Kann mich dann noch erinnern vom letzten Turnier, wo sie mit dabei waren. Our wives don't know we are here. Und was? Ach ja, you got Angela Merkel, we got Long Cox. Mit dem Spieler Cox natürlich nur. Naja, egal. Und Long. und Long. Shane Long, habe ich ja schon angesprochen. Bevor ich mich hier weiter verrenne, indem ich alte Transparente aus dem Kopf zitiere, die ich nicht mehr genau vor Augen habe, lasst uns über die letzte Gruppe sprechen, die noch offen ist. Und da müssen wir über Österreich sprechen. In der Qualifikation ohne Niederlage als Erster vor Russland und Schweden durchgerauscht mit 22:5 Toren. Das Highlight war gleichzeitig das Lowlight für Schweden, über die wir gerade gesprochen haben. Ein 4:1 in Schweden, auswärts, was auch locker ein 7-8-0 hätte sein können. Da haben die wahnsinnig gut gespielt. Mit einer ganzen Reihe von Spielern, die uns allen bekannt sind. Flo, was erwartest du dir von Österreich? Ich finde, dass Österreich auch ähnlich wie Polen für mich so ein bisschen an Luck abbekommen hat zwischen der Quali und jetzt zur EM. Mhm. Ich glaube, dass sich da auch sehr viel auf den Kollegen David Alaba reduziert, beziehungsweise dass schon, wenn der nicht in Topform ist und da die überragende Figur abgibt im Mittelfeld, und das ist er meiner Meinung nach halt gerade nicht, der wirkt auf mich ziemlich überspielt nach der langen Saison mit Bayern. Dann tun die sich halt auch schwer. Die haben halt eine super interessante Mannschaft aus deutscher Sicht, weil die ja quasi eine Bundesliga-Mannschaft haben, beziehungsweise eine Mannschaft mit Spielern, die mal in der Bundesliga gespielt haben oder spielen wollen, werden, wie Dragovic jetzt zum Beispiel. Die haben auch mehr Bundesligaspieler in der Mannschaft als die deutsche Mannschaft. Also die haben, glaube ich, 15 aus der deutschen Bundesliga und die Deutschen haben 14 in ihrem 23er Kader. Also es ist für die deutschen Zuschauer bestimmt sehr, sehr hoher Wiedererkennungswertfaktor, wenn sie Österreich sehen. Aber wenn man jetzt mal so die Mannschaft von Namen her sieht, dann ist es natürlich jetzt auch nicht gehobenes Champions-League-Niveau. Aber die wissen gut zusammenzuspielen und Marcel Koller, den schätze ich. Und ich schätze auch seine Fähigkeiten als Trainer so ein, dass er die Mannschaft gut einstellen kann. Und ja, also ich denke, die Gruppe sollten sie auf jeden Fall, also Island und Ungarn sollten sie überlegen sein. Und wenn nicht sogar auch dem ewig alten Portugal.
Aber ich sehe sie halt leider aus Sicht der Österreicher jetzt nicht mehr so als super geile Truppe, die da die Quali gerockt hat. Du sagst kein Champions League-Niveau, da würde dir Marco Arnautovic aber widersprechen. Ja, sicher, der kann ja auch mein Leben kaufen. Kann er vermutlich wirklich. noch zahle ich kein Honorar im Rasenfunk, deswegen kann er das. Stefan, lass mal über die Mannschaft noch ein bisschen drüber fliegen, weil wir jetzt noch bis auf Alaba gar keine Namen genannt haben und Dragovic. Viele Bekannte, Arnautovic habe ich gerade noch genannt, Hinteregger, Dragovic und Hinteregger in der Innenverteidigung, Wimmer, den wir auch noch alle kennen vom FC, dann Christian Fuchs, der mit Leicester Meister geworden ist, Baumgartlinger, starke Saison bei Mainz gespielt, jetzt von Leverkusen verpflichtet, für mich so ein bisschen der Stil des Transfermarkts bisher innerhalb der Bundesliga, auf dem Papier sehr, sehr ordentlich. Absolut, und Flo hat es gerade schon angesprochen, die kommen halt total gut über die Mannschaft. Der Marcel Koller hat diese Fetterlist-Wirtschaft, die die im Verband hatten, mit Trainern, die eher dem Boulevard zugeneigt waren, als eine ordentliche Mannschaftsauf- und Einstellung zu machen vor dem Spiel, endlich mal durchbrochen und hat das, was die an guten Jahrgängen in der Jugend hatten, zusammengeführt in ein in sich stimmiges Kollektiv. Und das darüber werden die jetzt auch bei der EM kommen als ihr größtes Plus. Ich habe jetzt am Samstag war das ja, das Testspiel gegen Holland angeguckt. Da hat man schon gesehen, dass sie ein paar Probleme haben, wenn ihr Pressing nicht gut funktioniert. Also gerade gegen eine Mannschaft mit 4-3-3, was die Portugiesen ja wahrscheinlich dann spielen werden. Aber das sind Sachen, die sie in den Griff kriegen können jetzt in den letzten Tagen, weil sie das eigentlich ganz gut können. Das hat mich da ein bisschen gewundert, dass sie da so fahrig waren und so unkonzentriert. Flo hat gerade eben Alaba angesprochen, das sehe ich leider, muss ich sagen, auch so, dass der momentan jetzt nicht den allerbesten Eindruck macht. Und trotzdem, also nach vorne, wenn es nach vorne geht, wenn sie den Ball selber haben oder in Umschaltmomente kommen, sind sie richtig gut. Und Österreich ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat für eine mittelgroße Überraschung, sage ich jetzt mal. Also es hat sich jetzt rumgesprochen, dass sie eine gute Quali gespielt haben und dass da jetzt auch was entsteht mit Koller oder entstanden ist. Jetzt müssen sie es aber halt auch zeigen bei einer EM oder bei einem Großturnier. Und ich glaube, das können sie auch. Mhm. Und da kommt ihnen kommt vielleicht auch ein bisschen zugute, dass sie eine verhältnismäßig machbare Gruppe erwischt haben, ohne die Übermannschaft drin und im Gegenteil sogar mit zwei Mannschaften, die sie eigentlich schlagen sollten. So dass sie schon so ein bisschen, ja, auch wenn es jetzt ein etwas hoch angelegtes Ziel ist, so ein bisschen weiter schauen können jetzt von Anfang an gleich. Also, und ich finde, das ist eine gute Truppe und von der kann man, glaube ich, einiges erwarten. Okay, Überraschungskandidat Flo? Ja, schon, aber mir fehlt halt auch noch so ein bisschen die Qualität im Sturm, also mit Marc Janko und dann Hinterseher und Sabitzer. Das Martin Hanek? Richtig weg, ja, danke schön. Okay. Killer vorm Tor. Für die eigene Mannschaft, oder wie war das? Also, ja, da müssen schon noch so ein paar Rädchen ineinander greifen, dass sie für mich wirklich zur großen Überraschung werden, aber zu der Kategorie zählen sie auf jeden Fall. Gerade halt, wie der Stefan schon sagte, wegen der Gruppe. Weil du halt einfach, also Zweiter Minimum werden musst als Österreich und sogar auf Platz 1 schielen kannst. Ja, dann müssen wir jetzt über Portugal reden, die eben auch in der Gruppe sind. In der Quali Platz 1 vor Albanien und Dänemark mit nur einer Niederlage. Das war gleich zu Hause gegen Albanien 1-0 verloren. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es ist lang, lang ist es her. Danach haben sie sich berabbelt. Wer kommt hinter Cristiano Ronaldo bei Portugal? Es ist nicht ganz so schlimm wie bei Schweden, wäre meine These, Stefan. Ja, das stimmt. Aber es sind halt dann auch immer wieder dieselben Figuren, die wir schon jetzt seit Jahren kennen und die aber irgendwie gefühlt permanent stagnieren.
Beziehungsweise die halt. Also, wen meinst du da? Ich meine damit Nani zum Beispiel oder Kareshma, der gefühlt schon seit einem Jahrzehnt damit mitkickt sozusagen, der halt eigentlich viel mitbringt, aber der es halt nicht packen will oder kann, wie auch immer. Dann hast du einen Vierinha, der in Wolfsburg so lala war. Ronaldo ist eh klar, dann der bald Bayern-Spieler Sanchez. Ist natürlich klar, rückt jetzt auch gerade für die deutschen Zuschauer dann deutlich mehr in Fokus als vorher schon. Aber am Schluss konzentriert sich halt dann doch sehr, sehr viel wieder auf eine Figur. Und das ist so ein bisschen das Schweden in etwas besser. Wobei man ja jedes Mal von Portugal denkt, ja, vielleicht packen sie es ja dieses Jahr, dass sie wirklich mal da sind bei so einem großen Turnier und auch ihren Star dann mitschleifen können. Weil ich glaube halt nicht, oder es hat sich ja jetzt in der Vergangenheit dann auch oft bewahrheitet, dass er das alleine halt nicht kann. Und wenn dann die Mannschaft da nicht den ersten Anstoß gibt und sagt, hier, wir sind ja auch da und wir mit dir zusammen können wir da jetzt doch ein bisschen mehr schaffen, als in der Vorrunde oder im Achtelfinale rauszufliegen. Dann wird es schwierig. Meine These zu Portugal ist ja, dass sie sich in der Gruppenphase schwerer tun werden als dann in der K.O.-Runde, weil ich schätze sie als ein sehr konterstarkes Team ein und Fernando Santos hat zwar so eine Art Pressing bei Portugal etabliert, aber da machen auch nicht immer alle mit. Und da kann man auch durchaus in Richtung vom CR7 gucken. Und ich glaube halt, Konter gegen Island und Ungarn wird schwierig. Und ich glaube, ab der K.O.-Runde geht dann mindestens im Achtelfinale was. Und ich glaube, die Spielsituation in der K.O.-Runde kommt Portugal eher entgegen als das, was sie jetzt von den Gegnern serviert bekommen in der Gruppenphase. Ich finde es schön, dass mir da keiner widerspricht. Ja, da ist absolut, da ist was dran. Aber das macht ja die Spieler dann in den engen Spielen, die dann danach kommen. Also dann überstehen sie vielleicht das Achtelfinale, wenn sie Erster werden in ihrer Gruppe, aber spätestens im Viertelfinale ist Schluss. Glaube ich, dann das wird halt dann nicht reichen. Also Durchschnitt? Oder gar Fallobst? Nein. Also für mich ist eine Durchschnittsmannschaft mit ein, zwei Highlight-Spielern und ja, mehr halt auch nicht. Ich finde halt, also falls man sich ein Jahr zurückerinnert, da hat eine portugiesische U21-Nationalmannschaft unsere deutsche U21-Nationalmannschaft kräftigst vermöbelt. 5-0, ne? 5-0. Ja. Davon aus dem Jahrgang 92, 93 stehen jetzt immerhin 5 Spieler im Kader, unter anderem der Rafael Guerreiro, den sich ja wohl Dortmund schnappt vom FC Lorient. Unter anderem eben William Carvalho, der Star dieser EM war und ist eigentlich, was ja dann, sie sind ja nicht mal Europameister geworden, die haben ja dann gegen Schweden verloren im Finale. Aber das wäre, also eigentlich waren sie so der gefühlte U21-Europameister. Und João Mario hat man noch, Rafa Silva und halt dann noch mal ein ganzes Eck jünger, nämlich 97er Jahrgang, dieser Renato Sanchez, der halt eine Granate ist in meinen Augen. Also weil die Bayern geben auch nicht umsonst für den also fast 60 Millionen aus, wenn das alles mit diesen ganzen Klauseln, was ja realistisch eintreffen kann, hin. Aber die brauchen halt alle noch. Also die stehen halt noch vor diesem Umbruch. Wahrscheinlich dann auch irgendwann mit dem Abdanken des ewigen Ronaldos und halt auch solcher Figuren wie Nani. Und deswegen sind die jetzt halt so gerade in so einem, wenn man das so sagen kann, Übergangsturnier zwischen der alten und der neuen Generation. Halt auch so João Moutinho, 29 Jahre alt. Kareshma, wie angesprochen, 32, Pepe 33. Bruno Alves hüpft immer noch ins Kreuz von Gegenspielern. Ricardo Carvalho ist immer noch dabei. 38 Jahre, ja, Wahnsinn. Alt. Ja, also das ist jetzt gerade nochmal der letzte Aufgalopp dieser Generation. Auch wenn ich jetzt gar nicht sagen will, Ronaldo macht bestimmt noch irgendwie ein Turnier, der ist ja auch erst 31. Und da erwarte ich mir dann für 2018 dann vielleicht mehr.
Keine schlechte Mannschaft, aber also bestimmt nicht so schlecht wie bei der WM 2014, als sie ja da wirklich sang- und klanglos raus sind, glaube ich, gell, mit dem letzten Gruppenspiel gegen Ghana. Ja, die These mit dem, dass es nachher vielleicht einfacher wird, für die teile ich, aber für mich trotzdem eigentlich eher nur eine Durchschnittsmannschaft. Okay, dann haben wir jetzt noch zwei Mannschaften auf der Liste, nämlich Ungarn und Island. Ungarn, ich lese euch mal die Quali-Ergebnisse vor und ihr sagt mir, welches Spiel nicht in die Reihe passt. 1:2, 1:1, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:1, 2:1, 3:4. Stefan? 3:4? Ah, richtig. Verrückt. Ja, toll. Aber ich habe es deswegen so herausklammbüsert, weil die Tordifferenz von 11:9, die sie insgesamt hatten nach den 10 Quali-Spielen, eben ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass sie 4 Tore im letzten Spiel gefangen haben und das war so ein bisschen ein Freak-Spiel. Ungarn. Gegen wen und wer war besoffen? verdammt, ich hätte es mir dazu schreiben sollen. Moment, gib mir eine Sekunde. Bevor ich hier etwas Falsches erzähle, das letzte Spiel, ach ja genau, es war gegen Griechenland, ich war mir gerade nicht mehr sicher, das war befreiende Spiel für Griechenland, wo sie gezeigt haben, so ganz grundsätzlich können wir doch noch Fußball spielen, obwohl wir Gruppenletzter geworden sind. Das war aber auch ein sehr wildes Spiel. Genau, aber das zeigt ja schon, in welche Richtung es geht. Ungarn aus einer unglaublich kompakten Defensive heraus. Und das haben wir ja jetzt auch gesehen beim letzten Test der deutschen Mannschaft gegen Ungarn auf Schalke. Schön hinten eine Sechserkette aufgezogen und dahinter steht halt noch das modische Highlight mit Gábor Kiraj. Jetzt hat es aber trotzdem auch gegen Deutschland, auch wenn es nur ein Test war, deutlich nicht gereicht. Stefan, wo sortieren wir denn dann Ungarn ein, auch jetzt in dieser Gruppe? Also in dieser Gruppe unter der Durchschnitt und im Gesamtkontext ist es, befürchte ich, eine Fallobstmannschaft. Weil, da reicht es einfach hinten und vorne nicht an individueller Qualität. So, der Zoltan Gera war noch so in seiner Hochzeit noch einer, der da irgendwie für Aufsehen gesorgt hat. Und sonst hast du Spieler, die entweder in der eigenen Liga spielen oder in einer anderen europäischen, relativ nicht wichtigen, nicht bedeutenden Liga. Oder ich glaube, einer ist sogar dabei, der bei Puskás Akademia spielt. Das dürfte, wenn mich nicht alles täuscht, die zweite Mannschaft oder die Jugendmannschaft von Ferencváros sein. Das sagt, glaube ich, dann schon einiges. Und dann hast du noch mein Lieblingsspieler, Balázs Csucsák. Schwieriger Name, der Inbegriff des Spielers ist, der seine Karriere einfach mal so wegschmeißt, meines Erachtens, als er dann irgendwann, als er glaube ich bei PSV war, vor ein paar Jahren sich entschieden hat, jetzt nicht zu einem großen mitteleuropäischen Club in einer Top-Liga zu wechseln, sondern ich glaube nach Russland gewechselt ist, zu Mahatschkala oder Rubin Kazan oder so, nur um damit 22 so viel Geld zu verdienen, dass er nie mehr arbeiten muss. Und jetzt kickt er bei Bursaspor. Also eigentlich ein super Spieler für die Außenbahn, aber halt einfach ja irgendwie nichts aus seiner Karriere gemacht. Und der ist noch eigentlich fußballerisch der beste Spieler in der Mannschaft. Und alles andere ist bei allen anderen, die da sonst so rumlaufen, dreht sich in erster Linie um Torverhinderung. Und jetzt beim Testspiel gegen Deutschland hat er Adam Schalay spielen dürfen, dann sieht man schon, wie das Niveau ist. Ich glaube, der hat ja ein Bundesliga-Tor geschossen dieses Jahr, also für Hannover glaube ich nicht. Und davor könnte ich mich jetzt auch nicht erinnern, wann der das letzte Mal ein Tor geschossen hat und der spielt da trotzdem. Das kann nichts werden. Ich glaube, dass die Ungarn noch schlechter sind als Island. Flo, gehst du damit? Was hast du? Ob ich da mitgehe? Ja. Absolut. Ich wollte nur gerade rausfinden, ob Daniel Böde, aber ich glaube, es ist so, Daniel Böde hat, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, Benny Laut im Sturm von Ferencváros letztes Jahr den Rang abgelaufen. Und das ist dann ungefähr so das Niveau, auf dem wir uns bewegen. Also, das ist so der Konkurrent für Schalay. Okay, das heißt, die schreiben wir in Fallobst rein, ja?
Absolut. Ich finde die auch irgendwie spröde und überhaupt nicht interessant. Also ich hätte es lieber gesehen, dass Norwegen dabei ist. Die hätte ich interessanter gefunden, allein wegen der Ödegaard-Komponente. Aber die haben es ja halt leider verkackt in der Quali gegen Ungarn. Ja, die haben es nicht hinbekommen. Dann ist halt jetzt Andi Möller dabei, ist auch cool. Playoffs meine ich nicht. Ja, Bernd Storck, das ist, wir werden wieder erleben, wie vermeintlich neutrale Kommentatoren auf einmal alles loben, was Ungarn hinten zerstört an Fußball, wo sie bei jedem anderen Land sagen würden, das ist ja grauenhaft. Aber weil wir immer sehr mitfühlend sind mit unseren Landsmännern, glaube ich, ich habe dazu Tendenzen schon beim Testspiel erkannt. Ehrlich gesagt, so in der Berichterstattung. Das wurde mir, es ist ja vollkommen legitim, ein Spiel zu zerstören und man darf das auch gerne mit einer Sechserkette machen. Aber während man bei Teams wie Irland in der Vorberichterstattung dann sagt, ja, die kaschieren halt damit ihre Defizite, hieß es bei Ungarn die ganze Zeit, Wahnsinn, wie Storck das halt einfach hingekriegt hat, da hinten so kompakt eine Mannschaft hinzustellen. Und Andi Möller. Und Andi Möller natürlich, ganz wichtiger Mann. Grüße nach Offenbach. So, letzte Mannschaft, Island. In der Qualifikation Zweiter hinter Tschechien und vor der Türkei geworden. Eine wilde Qualifikation gespielt. Sie haben gegen die Türkei 3-0 gewonnen, gegen die Niederlande 2-0 gewonnen und gegen Tschechien 2-1 gewonnen. Alles zu Hause. Und auswärts auch noch bei den Niederlanden gewonnen, aber gegen die anderen beiden verloren. Die bekanntesten Namen sind zweimal Sigurdsson und einmal Finn Bogason, würde ich sagen, Flo. Eidur Gudjonsson, hast du vergessen. Oh, ist so Entschuldigung. Ein Maskottchen, aber ich finde die super. Also Island ist so neben Nordirland so mein heimlicher Liebling. Also krasse Außenseite natürlich und im Zweifel auch Fallobst, aber ich finde das super, dass sie dabei sind mit diesem kleinen Inselchen der Auswahl an Fußballspielern auf dem Boden auf der Insel. Gut, die haben jetzt keinen Permafrost überall wegen den warmen Böden, aber trotzdem, also es ist eine geile Geschichte, dass sie dabei sind und letztlich halt auch irgendwie dann verdient, ne? Weil sie haben sich ja durchgesetzt. Klar. Und ich hoffe, dass man die mit einem Sieg über Ungarn, vielleicht sogar mit 3 Punkten und einem gnädigen Torverhältnis vielleicht bis ins Achtelfinale durchmogelt und dass sie sich dann da irgendwie mit einem schönen Kick irgendwie verabschieden können. Und ich mag auch Gylfi Sigurdsson, denn der hat mir sehr gut gefallen, als er bei Hoffenheim war. Mhm. Ich finde den Finn Bogason cool, also mir gefällt dem so, was der halt aus, das ist jetzt bestimmt nicht der beste Fußballer, aber in Holland Torschützenkönig werden und dann ein bisschen in Spanien kicken und jetzt beim FC Augsburg so zu kicken, dass sie den eigentlich irgendwie halten wollten, ist nicht so verkehrt. Und ein Stürmer, der Siegtorsson heißt, also besser geht's ja nicht. Nee. Ja, also da spricht der Journalist. Und dann ist halt da noch so ein Bjarnason, der halt so richtig isländisch aussieht, so mit langen blonden Haaren. Das ist super. Mir gefällt das. Mir gefällt die Mannschaft. Ungeteilte Sympathie. Ich habe gelesen, dass die jetzt so gut sind, ist vor allem auf die ganzen Hallen zurückzuführen, die sie gebaut hätten, weswegen man jetzt auch im Winter in Island Fußball spielen könne. Wer hätte das gedacht? Ja, ein Masters auf Island dafür verantwortlich, dass man, dass man zur EM fahren darf. Stefan, schaust du ebenso wohlwollend auf die Inselkicker? Ja, irgendwie schon. Also ich finde es halt super, dass ich meine, ich habe irgendwo gelesen, dass sie rund 20.000 aktive, registrierte Fußballer nur haben. Das ist ja lächerlich wenig. Und dass dies dann bei so einem kleinen Fundus an Spielern tatsächlich zu so einem großen Turnier schaffen, das finde ich schon geil. Und als ehemaliger Verehrer von ASG Sigurvinsson habe ich immer noch einen latenten Hang zu Island und insofern finde ich es gut, dass die dabei sind. Okay, das heißt, packen wir die in Überraschungskandidat, weil wir einfach sagen, die holen einen Dreier und das wäre ja schon eine Überraschung. Ja. Nein, ich sag nein. Ey, Wahnsinn, du bist halt einfach so null Fußballromantiker. Ja, das stimmt. Ich finde das auch übrigens mit dem Trainerduo ganz geil, dass sich da der Lars Lagerbeck nochmal verewigt hat.
Und dann einen Assistenten namens Heimir Hallgrimsson hat. Dass die das zusammen da so wuppen, das finde ich sehr schön. Das gefällt mir. Hauptberuf Zahnarzt. Von mir aus. Ja, hast du Rolf Töpper ihn gefragt, ob er die alle drauf hat? Nee, habe ich auch zufällig gelesen. Na, siehst du mal. Und schön finde ich auch noch bei Island, dass wie diese Namen zustande kommen, nämlich mit dem Vornamen des Vaters. Wie würdet ihr denn auf Isländisch heißen? Maxon? Keine Ahnung. Nein, Max, ach so. Dann der Nachname, quasi der Sohn deines Vaters. Also ich würde heißen Florian Manfredsson. Ach so, ich würde Max Martinsson heißen. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Das stimmt, ich würde Stefan Ernstsson heißen. Das ist auch nicht schlecht. Max Martinsson, oh, das wäre auch viel leichter anzumoderieren und die Leute würden mir nicht immer Post an Max Jakob Obst schicken. Das ist für mich die Kategorie Fallost. So. Sehr gut. Hey, bin durch. Ach ja, gut. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da hängen wir echt durch. Wir müssen noch eine aktuelle Personalie nachbesprechen, ganz kurz noch am Ende, die uns jetzt während der Aufnahme erreicht hat. Rüdiger Kreuzbandsriss. Jogi Löw kann logischerweise noch nachnominieren. Bis zum ersten Gruppenspiel ist das noch möglich. Flo, kurze Einschätzung, was denkst du? Wie wird er darauf reagieren? Wen holt er noch nach? Boah. Ich glaube, da muss er ja fast zwangsläufig Rudi noch wieder dazu holen. Schon, ne? Also letztlich, die waren ja dann wieder auf Abruf, so die er schon dabei hatte, die haben das Trainingslager mitgemacht. Er würde dann Hövedes wieder als Innenverteidiger in die Mitte ziehen und halt Rudi als Alternative als rechts ansehen. Also das ist jetzt, was mir innerhalb von 5 Sekunden auf diese Nachricht dazu einfällt, ehrlich gesagt. Hatten wir nicht genau die identische, also eine ähnliche Situation mit Mustavi vor der WM und der war doch nicht im vorläufigen WM-Kader oder verschmeiße ich das gerade, Stefan? Nee, ich glaube, da hast du recht, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Und der ist auf jeden Fall für Reus dann nochmal nachnominiert worden, ja. Ja, genau, und da haben sie alle gedacht, um Himmels Willen, wie kann er nur jetzt einen Defensivspieler mitnehmen und keinen Offensivspieler? Vielleicht denkt er diesmal genau andersrum, was ich nicht glaube, aber er sagt, ach, geben wir jetzt einen Defensivspieler, nehme ich mal aus guter alter Gewohnheit einen Offensivspieler mit. Der ist einfach mal um, glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass Rudi jetzt eine sehr logische Konsequenz wäre, weil sonst müsste man, glaube ich, jetzt tatsächlich gut umbauen musste so und so. Ja. Also Rudi dann, damit wenigstens einer da ist, der die Position schon mal gespielt hat und dann halt Hövedes oder Mustavi, zweiter Innenverteidiger, spielen lassen. Und dann, naja, oder er sagt, er holt sich noch einen Innenverteidiger, wobei mir da jetzt auf Anhieb keiner einfallen würde, der da ohne Bedenken zu nominieren wäre. Ja, ohne Bedenken ist schwierig. Ja, genau. Power Arne ist zurück. Jonathan Tah hätte ich eigentlich ganz gerne mal, zumindest im vorläufigen Kader gesehen, aber wäre jetzt auch keiner, den ich für die EM mitnehmen würde. Ansonsten bin ich ja Fanclub Bellarabi. Ginter gibt es halt noch. Ja. Oder halt dann wirklich eine ganz andere Schublade. Naja, da wird er schon wieder was aus dem Hut zaubern. Das Ding ist, in dem Moment, wo die Hörer es jetzt hören, ist wahrscheinlich auch das schon entschieden, aber ich wollte es noch kurz nachreichen, nachdem wir es vorhin nur angedeutet hatten und noch nicht wussten, wie gravierend das ist. Aber er steht schon wieder. Ja, genau. Stimmt. Aber man kann halt auch mit einem Kreuzbandriss stehen. So, unter Titelkandidaten habe ich Frankreich, England, Deutschland, Spanien. Ganz schnell, Stefan, wer macht's? Spanien. Flo? Spanien. Verdammt, ich wollte auch Spanien sagen. Sag ich Deutschland. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich danke euch sehr herzlich. Ich wünsche uns allen eine schöne EM. Ich wünsche vor allem, dass die EM nur sportlich wird. Ich wollte jetzt über irgendwelche nicht sportlichen Themen hier nicht reden. Aber hoffen wir einfach, dass es ein schönes Turnier wird. Wie erwähnt, werdet ihr im Rasen von Kurzpass täglich darüber informiert werden. Abonniert den Feed des Kurzpasses und in der Schlusskonferenz wird es eventuell auch Folgen zu den deutschen Spielen geben. Das muss ich gucken, je nach Zeitbudget. Freuen wir uns auf die Regeländerungen, die kommen. Ganz, ganz viel ist vernachlässigbar. Das Einzige, was ich für richtig relevant halte, ist die Mauer.
die gegnerische Mannschaften beim Freistoß in die Mauer reinstellen, um dem Torhüter die Sicht zu nehmen, ist, dass es nicht mehr erlaubt. Das, finde ich, ist die einzige relevante Regel, die jetzt geändert wurde, die man auch bei der EM dann beobachten kann. Und alle Unterhosenregeln und sowas könnt ihr dann nachlesen oder bei Colinas Erben hören. Jungs, ich danke euch sehr herzlich. Vielen Dank an Florian Bogner von eurosport.de @flopomuk bei Twitter. Vielen Dank, Flo. Danke, hat Spaß gemacht. Und ebenfalls vielen Dank an den immer optimistischen, immer gut gelaunten Stefan Rommel, freien Sportjournalisten, der @knallgöber. Danke, Stefan. Immer gerne. Ich freue mich sehr, dass ich euch beide dann auch im Kurzpass begrüßen werde. Wünsche uns allen nochmal eine schöne EM. Viel Spaß allen Hörern. Macht mit bei unserem Rasenfunk-EM-Tippspiel. Und sagt allen weiter, dass wir ganz viele Sendungen machen. Denn ich freue mich, wenn das Ganze auch gehört wird. In diesem Sinne, haut rein, bleibt sportlich. Und dann hören wir uns am Tag des Eröffnungsspiels, am Freitag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.